so schön, suchst du eine hilfreiche Hand, schau ans Ende deines Armes. Und meine hilfreichen Hände von meinen allerliebsten Experten, die sind schon wieder fleißig. Und somit kann ich meine in die Tasche stecken. Geht los, ne? Mit gemischten Gefühlen kommt Herbert Wetzig heute ins Pulheimer Walzwerk. Nach reiflicher Überlegung hat er eine Entscheidung getroffen. Es fällt mir schwer, mich von der Uhr zu trennen. Aber was soll die im Dressur liegen bleiben? Vielleicht kann die eine andere noch anziehen. Und das würde mir dann sehr entgegenkommen. Welche Geschichte die Damenarmbanduhr hat und wie viel sie wert ist, ermittelt unsere Schmuckexpertin. Der strahlende Herr darf zu uns schreiten. Gott, das war eine schöne Anrede, ne? Hallöchen. Hallo. Mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Herbert Wetzig. Herbert Wetzig. Wetzig oder Retzig? Wetzig, mit Wetzig. W, mit weichem W. Mit weichem W. Mach du doch schon mal ein I dazwischen, da bin ich witzig. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Heide Rezepa-Zabe? Wobei, man muss sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Sie ist mittlerweile so berühmt. Ja, im Fernsehen sehe ich sie ja dauernd. Sag mal, Herbert. Darf ich Herbert sagen? Ja, bitte. Das ist lieb von dir. Eine Damenuhr. Mhm. Auch hübsch. So, die gehört aber nicht dir. Also, die gehört vielleicht meine dir. Frau. Ja. Und meine Frau ist sehr krank. Und die liegt jetzt schon seit 10 Jahren im Tresoren. Die können nicht mehr raus. Und warum soll die im Tresor liegen? Da haben wir gesagt, da können wir doch verkaufen. Ja. Und wir haben im Januar am 28. Goldhochzeit. Ja. Und wenn ich den Erlös kriege, könnten wir dann die ganzen Leute einladen. Und das ist eine schöne Idee. Weil man kann es besser verleben. Ja. Als nachher sich Leute darüber streiten lassen. Hast du denn eine Preisvorstellung von der Uhr, was du gerne hättest? Ja, ich habe gedacht, günstigste für 1300 Euro. 1300 Euro, finde ich jetzt nicht teuer. Ich weiß ja nicht, was sie kostet. Hast du eine Geschichte zu der Uhr? Ja, ich habe die gekauft von einem Ehepaar, was sehr klamm war, weil die Chefin pleite. Mhm. Dann habe ich die für 5000 D-Mark gekauft, 92. Boah. Und dafür habe ich die Expertise. Ja. So. Ja. Ja, Heide, dann erzähl du mich mal was zu der Uhr. Vielleicht ist sie ja doch viel mehr wert, wie ich denke gerade. Es ist eine Weißgolduhr aus 750er Weißgold. Ja. Und ein Milanese-Armband. Ich sehe hier, wo wir schon dabei sind, ist eine kleine Reparatur hier an dieser Stelle. Ist offensichtlich verlängert worden. Ja, das ist bei Milanese-Armbändern schwer. Da muss man tatsächlich ein Stück Goldplatte einsetzen. Anders geht's nicht. Mhm. Und sie hat eine Diamantlünette mit 8-Kant-Diamanten, mhm. Also 8 Facetten oben und 8 unten, also keine Brillanten. Und sie trägt den Markennamen Öbra auf dem Zifferblatt. In den 50er bis 70er Jahren gab es sehr viele Uhrenfirmen, die Gehäuse, mhm. Armbänder und ja, das Werk dazu gekauft haben und dann unter eigenem Namen auf dem Zifferblatt diese Uhren verkauft haben. Mhm. Und diese Marke Öbra gehört der Firma Hema und Co. Und das ist so eine Uhr. Ja. Wie teuer war so eine Uhr damals? Ja, ich meine, wenn ich höre, Weißgold. Schon, ne? Teuer. Ja, also wie teuer in Neuss lag die beim Uhrmacher für 6.900 D-Mark. Ja, im das Geschäft, glaub ich, im Geschäft. Das glaube ich. Ja, ja, da bist du selber Geschäft, Leute, 30-40%. Wow. Aber verkaufen war die 6.900 D-Mark. Die ja. Expertise sagt 6.500. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Gut, die Expertise ist von 92, ja. Sehe ich hier ja. Vorne. Aber eins muss uns natürlich klar sein, und ich glaube, das ist uns beiden schon klar, dass der Wert dieser Uhr natürlich ein anderer ist. Aber das gucken wir jetzt mal. Lieber Heide, was kriegt man denn dafür? Der Mann, der will Goldhochzeit feiern, und zwar verdammt schön. Wird das ein rauschendes Fest? Was sagt die Expertin? Also es ist schon schwierig, so ein Modell heute noch zu verkaufen. Mhm. Zumal auch solche Uhren häufig angeboten werden. Mhm. Aber sie ist recht schwer und sie gibt einiges auf die Waage. Mit einem Aufpreis, der allerdings nicht groß ist, möchte ich diese Uhr beziffern auf 1.000 bis maximal 1.200. Jo, das wird schon kaum, das wird doch schon. Ne? Das wird schon mal richtig. Gold drauf, der Wind ist mit die Rehe. Ja. Ja. Hast du eigentlich ein Hobby? Ja. Ja, was dann? Ich habe dieses Jahr noch meinen Motorradführerschein gemacht, mit 74 Jahren. Hör auf. Dann sollten wir zweimal zusammen Motorrad fahren. Das ist gut. Ja.
So, mein Lieber, hier kriegst du deine Uhr und natürlich das Händlerkärtchen. Und ich bin mir ganz sicher, es wird daher richtig was Schönes passieren im Händlerraum. Dankeschön. Auf das du eine schöne Goldhochzeit kriegst und wir mal zusammen Motorrad fahren. Dankeschön. Das würde mich sehr freuen. Guck mal, da geht's zum Händlerraum. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschö. Wie ich die Händlerkarte bekommen habe, lief es mir kalt über den Buckel runter. Und ich freue mich, dass ich jetzt danach hinkommen kann. Vielleicht habe ich Glück und die Uhr wird verkauft. So etwas lässt sich tatsächlich nicht mehr gut verkaufen. Vor allen Dingen hatte diese auch nicht einen besonderen Markennamen. Also ein guter Name hätte sich noch anders bewerten lassen. Somit habe ich in erster Linie nach Materialwert gewertet. Und ich denke, so werden auch unsere Händler kaufen. Auch Ramona Rosenberg ist auf ein Geschäft aus. Ein zerbrechliches Erbstück soll ihr Bares bescheren. Ich habe eine schöne Deckelvase von Royal Kopenhagen mitgebracht. Meine Mutter war totaler Porzellanfan, hat die dann irgendwann geschenkt bekommen. Und ich hatte mal eine Dame, die hatte mir gesagt, das ist ein unschätzbarer Wert. Ich würde so sagen, 4.500 Euro. Wäre schon okay. Die außergewöhnliche Vase wird unser Experte genauestens untersuchen und prüfen. Mein lieber Albert, ich stelle das erstmal aus den Händen und dann darf ich dir eine junge Dame vorstellen, Ramona Rosenberg. Hallo, Frau Rosenberg. Albert Meyer. So, meine liebe Ramona, jetzt darfst du mir ganz viel erzählen, was du eben schon erzählen wolltest über diese Vase. Wo du sie her hast, warum sie weg soll, was du weißt an Geschichte und so weiter. An Geschichte weiß ich leider nicht viel, außer dass meine Mama die mal geschenkt bekommen hat. Ja. Und ich mit Porzellan leider gar nichts anfangen kann. Aber du hast bestimmt einen Wunsch, was du gerne hättest dafür. Ich habe so an 4.500 Euro gedacht. Wie kommst du auf diesen Preis? Ich hatte mal eine Dame, die sagte mir, dass es, die hätte einen unschätzbaren Wert. Gut, dann sag mir noch mal, was du gerne hättest. Oder waren das die 4.500? Ja, sage ich jetzt einfach. Ramona, dann bleiben wir da mal ganz kurz bei. Weil ich habe jetzt schon mit dem Auge beim Tragen was entdeckt, was nicht so schön ist für die Vase. Ja, das Deckelchen hatte nämlich mal ganz viele Teile. Genau. Und das war nicht so gewollt. Nee, Albert. Der Faun war zu schwer und hat den Deckel eingedrückt. Ja. Also fangen wir mit dem Faun am besten an. Oder fangen wir hier mit der Marke an. Es handelt sich um Royal Kopenhagen. Mhm. Das ist die Juliana Marie Krone und darunter die Wellenmarke. Das ist das Zeichen für Royal Kopenhagen. Hier ist nochmal die Signatur. Hier das DR, das Monogramm, ist die Malermarke. Und hier diese 266 ist die Modellnummer. Mhm. Es soll darstellen das Schloss Herrenborgen Borreby in Dänemark, was ein Jagdschloss war. Ihre Blumenapplikationen sind teilweise leicht bestoßen und beschädigt, sind also nicht ganz im perfekten Zustand, wobei hier dieses Teil gut ist, aber hier natürlich diese Bruchstellen sind nicht schön. Ich fasse es mal zusammen mit meinen Augen, weil du darfst das nicht so sagen. Sind hundsmiserabel zusammengeklebt worden. Richtig. Patex oder weiß nicht, Teil oder was immer. Ja. Und das sieht nicht nur nicht schön aus, sondern man müsste sie auch komplett restaurieren lassen. Falls man das kann, muss sie neu gebrochen werden. Ja. Und das ist eine heftige Sache. Und wenn irgendwas kaputt ist, ja. Das kostet viel Geld. So. Die Mama hat aber nichts erzählt über Geschichte oder sonst irgendwas darüber. Nein, ne? Was möchtest du denn machen mit dem Geld? Einen schönen Urlaub, mal schauen, schönen was bei rumkommt. Ja, für 4.500 Euro kannst du schon eine ganze Zeit lang wegbleiben. Wohl ne? wahr, wohl wahr. Wohl wahr. Aber ist das Wunschdenken oder im Rahmen des Möglichen? Wie fällt das Urteil unseres Experten Albert Meyer aus? Also, Horst, da sind wir weit, weit, weit davon entfernt. Ja. Ich befürchte es. Ich finde die Vase zwar sehr, sehr schön. Ja, die Qualität ist nicht schlecht, aber das ist so tragisch, dass ich bei allerbesten, besten Willen höchstens auf 600 bis 800 Euro. Was ich noch viel finde. Jetzt möchte ich aber von dir trotzdem noch wissen, was wäre die Vase wert, wenn sie in perfektem Zustand wäre? Ja, die Form ist außergewöhnlich, die Form ist auch selten und ist auch sicherlich ein Unikat, was sicherlich nicht sehr oft gemacht wurde für das Schloss ja. Herrenborgen. Ja, 1500 vielleicht. Ja. Also ist allein durch das Hinfallen des Deckels ganz viel Geld fliegen gegangen. Leider ja. Jetzt habe ich natürlich, liebe Ramona, an dich eine Herzensfrage. 4.500 hattest du dir vorgestellt. Jetzt ist der Wert 600 bis 800.
Die Händler werden garantiert auf diesem kaputten Deckel rumreiten wie die Irren. Ja. Die werden Rodeo reiten. Ja. Die werden nur noch über den Deckel reden. Die werden die Vase gar nicht mehr sehen. Das glaube ich. Und die werden dir wahrscheinlich noch weniger bieten. Würdest du denn sagen, 600 bis 800, du setzt irgendwo dein Level neu ein? Nur wenn der gewünschte Preis mit der Expertenschätzung irgendwie übereinkommt, gibt es die begehrte Händlerkarte. Übersteigt Alberts Expertise Ramonas Schmerzgrenze? Ich glaube, ich nehme die wieder mit. Du nimmst sie wieder mit? Ich nehme sie wieder mit. Ramona, darf ich sie dir so in Händen reichen? Ja, natürlich. So, wenn der Deckel fällt, der war schon mal kaputt. Ramona, komm gut nach Hause. Danke. Tschüss. Ist leider nicht das dabei rumgekommen, was ich mir vorgestellt hatte. Und deshalb nehme ich sie lieber wieder mit nach Hause und stelle sie in meine Vitrine und schaue sie mir weiter an. Also verschenken tue ich auch nichts. Die Herren und die Damen verschenken auch nichts. Warum soll ich was verschenken? Das muss hier auch niemand. Mal schauen, ob die Luxusuhr bei den Händlern Anklang findet. Grüß Sie, Gott. Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Dankeschön. Bitte sehr. Ist diese Uhr persönlich? Nein, von meiner Frau. Die habe ich meiner Frau geschenkt. Aha. Und das liegt jetzt schon 10 Jahre im Tresor, wenn wir nirgendwo mehr hingehen. Und da haben wir gesagt, jetzt können wir das verkaufen. Wir haben Goldhochzeit und dann könnte ich das Geld dafür nehmen, für die Einladung. Ja, ja. 58. 58. Ja. 36 Diamanten, 8-Kant sind drauf. Wie viel wird das Werk wiegen? Mei, 8-9 Gramm. Wieder so eine Uhr darfst du nicht noch einen Goldpreis geben. Ja, da man das Werk abziehen. Nein. Das ist eine ganz kleine Manufaktur gewesen. Die Steine sind noch okay, Mittelqualität. Das Design hat man heute gar nicht mehr. Das tragt heute kein Mensch mehr. Nee, nein. Eben. Ja, ich fange mal mit 500 Euro an. Nee, das ist mir zu wenig. Das weiß ich, aber da kommt ja noch mehr. Ja, ja, ich weiß. Was sagt der Fabian? 900. 900? Schon besser? Ja. Herzlich gut. Was sagt denn Walter? Bitte gib mir mal dieses Blatt Papier, Walter. Danke dir. Das ist schade, das sind nur Diamanten, das sind nur keine Brillanten. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nur auf die Expertise verlassen. Und unten wurde mir gesagt, das wären keine Brillanten, das wären Diamanten. Genau. Keine Ahnung. Ich sag trotzdem mal 1000. Ich sag 1050. Wessel gefasst. Wie du gesagt hast, mittlere Qualität. Wesselten ja. SI, das ganz ist genau. Mittelsteinqualität. 8-Kant zusammen circa 1 Karat, das ist das Gewicht der Steine. Ja. Der Kranz. 1100, sag ich noch. Da kann man schon der Dache näher für die Goldhochzeit. Ja, das denke ich. Was sagt denn der Walter? So teuer sind die Einladungen doch nicht. Na ja, gut, man kann auch Kartoffelsalat und Würstchen nehmen. Ja, du sollst das dreckige ganze Essen bezahlen. Aber nicht bei der Goldhochzeit. Der Fabian hat ist schon raus. Ja, nicht unbedingt. 1150, sag ich. 1150? Ja, ja. Sie sehen, das ist eine Auktion hier. Ja. Sag ich 1200. Klasse. Klasse. Milanesband. Jetzt habt ihr den stärksten Gegner schon mal nicht mehr. Nicht? Ich bin raus. Da legen dann 50er drauf und sagt 1250. Sehr gut. Wunderbar. Das jetzt haben wir schon wieder rein. Und Sie sagen 1300? Ist auch gar nichts. Ich höre mir das so. Ne? Und so momentan noch gar nichts. Na ja, 1300. Sag ich. So, ja, wunderbar, dann haben Sie sie. Komm her. Das ist jetzt gar noch nichts mehr so brauchen. Das habe ich mir ja vorgestellt. Ja, super. 5, 10, 12, 13 und Dankeschön. Schöne Feier. Ja, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Dank. Tschüss. Also ich war überrascht, dass ich dieses Geld, was ich mir vorgestellt habe, bekommen habe. Und jetzt kann ich damit Goldhochzeit feiern und die Einladungen verschicken. Christiane Schneider lässt heute Männerherzen höher schlagen. Die Luxemburgerin hat gleich eine ganze Flotte Spielzeugautos mitgebracht.
Das Besondere ist vielleicht, dass einer dabei ist, wo relativ alt ist und wo aber noch in einem guten Zustand ist. Das heißt, teilweise ungespielt. Die anderen sind vielleicht bespielt, aber trotzdem noch mit Kästchen dabei. Obwohl das, die Kästchen sind nicht mehr alle so top. Zustand, Wert und Herkunft der kleinen Flitzer kommen auf den Prüfstand zu unserem Experten. Liebe Frau Schneider, der Sven ist schon ganz begeistert, weil der Herr Deutschmanek ist tatsächlich auch spielzeugaffin und das hat er von mir geerbt, glaube ich, weil ich bin ja der Ältere von uns beiden. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrzeuge Ihr große Leidenschaft waren. Ne? Nein, absolut nicht. Sondern? Sie gehörten meinem verstorbenen Mann. Und der hat gesammelt wie verrückt der wahrscheinlich. Der hat ungefähr so 15 Jahre lang gesammelt und ziemlich quer durch Europa sind wir gefahren. Nicht nur um zu sammeln, sondern auch manchmal beim Urlaub kamen welche dazu. Aber ja, es sind sehr viele geworden. So, Frau Schneider, aber jetzt haben Sie gesagt, jetzt müssen die Dinger weg. Ja. Weil Sie haben bestimmt auch eine Sammelleidenschaft, oder? Wenn man mit einem Sammler zusammengelebt hat. Ich sammle andere Sachen, ja. Ich Was sammle denn? Zwar auch alte Spielsachen, alte Porzellankopfpuppen sammle ich. Ah, schön. Ja. Haben wir immer wieder mal was Schönes hier. Aber jetzt mit den Autos. Die sollen weg. Das Geld wird wieder investiert in Ihre Sammelleidenschaft. Oder eventuell in die Wohnungsrenovierung. Da kommt das Geld auch ganz gut an. So machen wir zwei das. Lieber Sven. Hier haben wir Nummer 1. Das ist ein Zinkus-Modell von der Firma Lesney. Eigentlich dann später Matchbox. Mhm. Matchbox, wie gesagt, war eine ganz witzige Idee. Die haben das in so Streichholzschachteln danach verkauft. Daher dann auch der Name. Ist im sehr guten Zustand. 50er Jahre. Weil da war letztendlich der Start von Matchbox um 1953. Mhm. Hier ist was sehr Schönes. Ich glaube, da bist du. James Bond. Ich muss jetzt einmal diesen Aufsteller noch mit rausholen. Ja. Hier haben wir den Toyota 2000 GT von 1967 von der Firma Kiro, auch aus England. Die glauben immer alle, James Bond wäre nur Aston Martin gefahren oder mal kurz BMW. Genau, und nein, der ist Toyota gefahren. Und dieser Toyota Sportwagen war so ein bildhübsches Auto. Und wenn man den in echt hätte. Vor 15 Jahren hat so ein Ding gekostet 20.000, wollte keiner haben. Heute kosten die eine Viertelmillion bis eine halbe Million. Ja, also die echten. So. Siehst du, hier ist das auch ganz schön gefertigt, mit so klein wie so Strassstein eingefüllt. Was hat er im Kofferraum gehabt? Ja, einen Ölspritzer und Raketen. Ja, klar. Raketen, ja. Da ist er, der Raketenwerfer. Genau. Ah. 67. Mhm. Sehr schön, jetzt geht's weiter. Dinky Toys, auch ganz bekannte Marke, haben unter anderem Panzermodelle, Flugzeuge, also haben auch alle diese Zinkus-Modelle gemacht, auch ein Brite. Borgward Isabella Coupé. Borgward Isabella Coupé. Wunderschönes Auto. Wunderschönes Auto, ist auch sehr gut erhalten. Und jetzt kommt für mich das absolute Highlight. Ich habe noch gar nicht richtig rausgeholt, weil ich muss persönlich selber sagen, ich habe ihn selten in einem so guten Zustand gesehen. Mhm. Oder sie, die Hochzeitskutsche. Achtung. Die Hochzeitskutsche? Achtung, jetzt pass auf. Oh. Wir holen mal raus. Oh, mein Oldtimer, Herz schlecht, gerade Karussell. Weißt du, was das Perfekte hieran ist? Der das sieht Perfekte, aus wie neu. Genau, er sieht aus wie neu. Die Windschutzscheibe ist da, die Antenne ist nicht abgebrochen. Dieses Auto konnte man an zwei Stellen aufziehen. Pass auf, ich lasse ihn jetzt mal nicht fahren. Ja. Guck mal, was auf der Kiste steht. Wie nennt Radio. Sich das? Radio. Ja, was hat das Auto dann? Radio. Genau, jetzt nimm mal den weißen Hebel. Darf ich? Ja. Torrens sagt dir auch was. Ja. So, die haben die Spieluhr für dieses Auto gebaut. Ja. Torrens, heute noch mal sehr bekannter Schallplattenspielerhersteller. Mhm. High-End. Super selten. Was noch schön ist, Made in US-Zone. Das macht ihn noch viel, viel seltener. Wirklich, ich habe ihn noch nie in diesem Zustand gesehen. Ja, toll. Ne? Gut für mich. Dann sag mir doch einfach mal, was du für diese Sachen gerne hättest. Wenn ich zwischen 400 und 500 Euro dafür bekäme, wäre ich natürlich ganz begeistert von. Zwischen 400 und 500 Euro stellst du dir vor. Ich sage dir jetzt, was es wert ist. Ja. 400 für das Schuko-Modell. Matchbox findet man noch etwas häufiger, würde ich so mit 25 Euro. Mhm. Isabella Borgward von Dinky Toys, 80 in dem Zustand. Mhm. Ne? Also dann machen wir jetzt mal 500, dann haben wir eine glatte Summe schon einmal. GT 2000 Toyota mit Gimmicks, Originalverpackung, Originalaufsteller, 100. Somit bin ich bei 600. Mhm. Um es genau zu machen, bei 605. Also das ist ja optimal. Ja. Ne? Das ist der Wert all dieser Spielsachen. Ja.
Du kennst das Spiel? Ja, die Händlerkarte. Genau, die Händlerkarte. Mhm. Und du musst natürlich ein klein wenig verhandeln, hart bleiben, weich werden, wann du möchtest. Bitte schön, die ist schon mal für dich. Dankeschön. Geben wir dir der Dame alle mit? Ich würde sie mir gerne noch ein bisschen angucken. Gut, dann machen wir das so. Okay. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja. Guck mal, hier geht's lang zum Händlerraum. Ja. Okay. Danke dir. Danke, tschüss. Tschüss. Holen noch mal raus, komm. Was, was denn? Was soll ich rausholen? Schade, dass die Dame nur mit drei da war, weißt du? Drei? Also ich finde, die zwei als Sammlung ist sehr schön vollständig, oh, weißt du? Wobei, die Lok ist ganz toll. Da werden die Händler bestimmt... Ich fand die Vase total geil gerade, ehrlich. War eine tolle Vase. Ich muss sagen, also dieses florale Dekor drauf und dann unten dieses... Das war schon schön. Schöne, schöne Vase. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war aufschlussreich. Und auch die Summe, die der Experte genannt hat, hat mich schon ein bisschen überrascht. Denn ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Den Preis von 600 Euro, den ich gerade ausgerufen habe, der war schon sehr realistisch. Was nachher die Händler dafür bezahlen, das kann ich nicht sagen. Oder für was die Verkäuferin es abgibt. Sollte sie aber darunter gehen, dann gibt sie es sehr günstig ab. Abgeben. Das hat auch Jörg Hofmeister im Sinn. Denn die beeindruckende Rarität passt nicht zu ihm. Ich habe eine antike Kaminuhr um 1800, 1790 mitgebracht. Diese Uhr gefällt mir gar nichts. Und ich habe auch kein 60 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit Stuckarbeiten an den Wänden, wo sie irgendwo reinpassen würde. Wenn ich die irgendwo hinstelle, ist sie Blickfang. Und das möchte ich nicht. Auf in die Expertenhalle und direkt durch zu unserem Spezialisten. Jörg Hofmeister. Ja. Albert Meyer ist schon wieder begeistert, wie ich sehe. Ja. Weil er hat sich regelrecht verliebt und ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Kaminuhr. Wir hatten schon so viele Kaminuhren hier, wo du im ersten Moment denkst, boah, ey, wow, und was für ein Apparat. Und dann ging es wieder los, wo die Kollegen gesagt haben, ha, das ist aber gar kein Marmor, und ha, ist gar keine Bronze, ist ja doch Zinn, ja. Und dann war sie doch relativ neu. Wo stammt denn der Apparat her? Weil die ist wirklich sehr filigran. Der kommt sehr wahrscheinlich aus Paris. Um 1800, 1790, hat mir der Uhrmacher gesagt, das Produktionsdatum. Ach, wie schön. Silenzio. Ja. Also die war beim Uhrmacher jetzt? Ja, die habe ich general geholen lassen. Die Federn mussten ausgetauscht werden. Der Faden, der war bröselig, ja. Wo das Pendel aufgehangen ist. Das heißt, du hast dich nicht nur bei Bares für Rares angemeldet, um zu sagen, ich habe hier was Altes, was ich verkaufen möchte, sondern wenn du kommst, dann wolltest du was mitbringen, was wirklich perfekt im Zustand ist. Ja, ich bin Freimechaniker. Also ich bitte dich. Ah, da könnten wir ja wieder Freunde werden. So, jetzt erzähl mir mal, wie kommt der Herr Hofmeister an so eine schöne Uhr? Also mein Onkel ist ins Pflegeheim gekommen. Wir haben die Wohnung entrümpelt. Mein Bruder wollte die Uhr nicht haben und so ist die dann in meinen Besitz gekommen. Und viel mehr weißt du nicht über die Uhr jetzt? Nee, ich weiß, wo die herkommt. Ja, sag mal. Ja. Die kommt, ist ein Abstandstück von Wilhelm I. zu Hessen-Kassel um 1800 an eine Zofe, die war meine Vorfahren. Ach. Und da kommt die her. Und Abstand. Die Zofe hatte was mit dem Kerl? Gerüchte. Weil sonst kriegt die nicht so eine Uhr geschenkt. Ja, die hat nicht nur die Uhr geschenkt, die hat eine komplette Hauseinrichtung bekommen. Ich weiß nicht, ob ein Dann Zofe war der Kollege wahrscheinlich recht verliebt. Na ja, gut, verliebt muss er seit Zeit seines Lebens gewesen sein, weil er hatte nun mal mindestens 26 nachweisbare Kinder. 26? Ja, Hessen-Kassel Wilhelm I. Da kann man nur sagen, Respekt. Respekt, mein lieber Gesangsverein. So, jetzt möchte ich aber wissen, was Albert zur Uhr sagt. Ich hoffe, dass jetzt alles stimmt, was ich so denke. Diese Uhr ist tatsächlich um 1800. Es ist eine französische Empire-Kaminuhr vom Allerfeinsten. Es ist Bronze, feuervergoldet, Bronze doré und natürlich eine wunderschöne Darstellung der junge Dionysos, der Gott des Weines, auf Fässern stehend diese Uhr. Ein Bronze-Zifferblatt mit römischen Ziffern. Sie funktioniert fantastisch. Und das Alter kann man natürlich auch gut feststellen an der Fadenaufhängung. Und die gab es um 1800. Später waren es dann in der Mellenaufhängung. Da waren die um 1830, wurden es mit anderen Werken gemacht. Die Werke kann man nicht zuordnen, weil diese Werke gab es auch mass. Man kann also nicht sagen, das von dem Uhrmacher oder von dem Uhrmacher. Mhm. Die waren auch meistens nicht signiert, diese Werke. Mhm. Ja, das ist im Großen und Ganzen das, was zu dieser Uhr zu sagen ist. Der Zustand ist perfekt, sie funktioniert, ja, und meiner Meinung nach ein gut verkäufliches Teil. Hast du denn eine Preisvorstellung? Habe ich.
Sag sie mir. Also, gehandelt werden diese Uhren im Internet. Sammlerpreise 2000, 2500, 1500, je nach Zustand, ja. Funktionsfähigkeit. Meine Preisvorstellung halt, weil ich ganz genau weiß, die wollen oben auch noch ein bisschen was verdienen, sage ich, ein Tausender ist wunderbar, wäre ein gutes Geschäft. Was machst du mit der Kohle? Also, ich war bei meinem Onkel zu Besuch im Pflegeheim, ja. Und just in dem Moment ist seine Uhr kaputt gegangen, seine Armbanduhr. Ja. Dann kriegt er von mir eine neue Armbanduhr und mit dem Rest mal gucken, Ägypten tauchen. Mein lieber Albert. Also für 1000 Euro dürfen Sie die Uhr nicht hergeben. Mhm. Das sage ich Ihnen einfach mal so. Das ist nun wirklich eine Uhr, die wird international gehandelt. Ja, das ist wirklich vom Feinsten. Das hört sich doch mehr als gut an. Von welchem Preis ist also hier die Rede? Die Uhr muss mindestens 1800 bis 2000 Euro bringen. Hm. Okay. Ja. Ja, dann es stimmt alles an ihrer Uhr. Ja. Es stimmt alles. Der Zustand ist hervorragend. Ja. Du entscheidest natürlich, wofür du sie weggibst. Du hast jetzt ganz viel Informationen. Ja. Und ich hoffe für dich, weil ich finde, das muss alles belohnt werden, die Ehrlichkeit, dass die 2,5 geben. Ja, ein bisschen feiner Kerl. Danke. Dankeschön. Da vorne geht's zum Händlerraum. Dankeschön. Bitte. Die Uhr bringen wir nach. Danke dir. Tschüss. Vollkommen zufrieden. Wenn der Experte zu mir sagt, 2000 Euro und ich habe 1000 Euro angesetzt, dann ist das also eine Marge von 100%, wo ich drunter lag. Also ich bin zufrieden auf jeden Fall. Also das ist Schuko, aber ich weiß nicht, was der Rest ist. Das ist ein Schuko. James Bond ist das. Okay. Das ist das noch der interessanteste hier, glaube ich. Corgi Toys kenne ich nicht. Wir machen es mal weiter runter. Dass die Zeit ist ein Sing. Kadumu. Mit Radiofunktion. Und immer die neuesten Hits. Schau mal, das ist der James Bond Toyota. Ich versuche ein bisschen zu handeln. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ansonsten, ja, mit ein bisschen Charme läuft das schon. Werden die Händler auf den Charme der Luxemburgerin und ihre Vehikel anspringen? Ja, hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Die Spielsachen vom Papa? Nein, von meinem Mann. Von Ihrem Mann? Ja. Hat er dich gezankt, hat er dem sein Zeug verhökert? Nee, hat er nicht. Er ist leider vor 2 Jahren verstorben. Das ist schade. Und er hat mir eine große Sammlung von diesen Sachen hinterlassen. Und ich kann nicht viel damit anfangen. So, nee, dann ist das dass, okay. Dass ich sie versuche, irgendwie zu verkaufen. Schön, sind alle im guten Zustand. Am schönsten ist natürlich das Schuko. Das Schuko-Auto wird das Topmodell von der ganzen Sache sein. Ne? Ja. Mhm. Der Rest ist eigentlich eher so ein bisschen zu Brot, sag ich mal. Ist Nachkriegszeit. Was haben wir denn sonst noch da? Die Dummens, der Bonn. Das sind gut erhalten. Ja. Der Zustand ist sehr gut. Kommt das aus China oder was? Das ist ein Radio weg. Oder? Nee, das ist aus London. Ach so. Okay. Da hinten ist im Kofferraum sind Raketen versteckt. Beim James Bond musste das ja so sein. Ne? Ja. Also es kommt mir ein bisschen spanisch vor, dass da eine Asiatin abgebildet ist und auch, dass auf dem Nummernschild eine asiatische Bezeichnung drauf ist. Also ich verstehe das Ganze nicht. Habe ich vorhin gesagt. Auch sie hat ein sehr asiatisch anmutendes Kleid. Mhm. Ja, vielleicht ist das für den asiatischen Markt gemacht, ich weiß das nicht. Nein, der hat bestimmt einen Auftrag. Ich denke eher, dass der James-Bond-Film, wo das Auto damals mitfuhr, dass der in Asien gespielt hat. Das kann auch noch sein. Also das wird eher wohl die Erklärung dafür sein. Der war doch im Chinatown da, wo der Dicke dabei war. Hast du den wieder nicht gesehen, den Film? Hier steht, You Only Live Twice, das muss der Film gewesen sein. So, hier ist Xing Ling, die war auch in dem Film mit dabei. Und der hat einen Toyota gefahren. Der hat einen Toyota gefahren. Eindeutige Toyota gefahren. Also ich fange mal mit 120 Euro an. Gut, dann ist der Schuko, das andere ist nicht das Wahre. Sind Liebhabersachen. Ja, aber die Liebhaber sind meistens Schuko. Denke ich auch. Hm. Doch. Ich sag 130. Ich sag 140. Ja, 150, dann ist aber der Ofen aus. Die Walze ist von Matchbox, ist an für sich eigentlich ziemlich rar. Ja, ihr Mann wusste schon, was er gesammelt hat, glaube ich. Der war schon. Ja, und der hat lange gesammelt, ja. Also da kam schon ziemlich viel zusammen und ja.
Würden Sie es denn Walter schon verkaufen für 150? Für 150? Nein, so ganz richtig noch nicht. Nee, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich sag noch 160. Na, dann sage ich noch 170. Das ist mehr wie 150. Ja, ein bisschen mehr. Aber viel weniger als die Expertenschätzung. Gibt es trotzdem einen Deal? Okay. Sehr gut. Bitte schön. Dankeschön. 150 und 170. Dankeschön. Ich habe zu danken. Danke. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Tschüss. Danke. Wiedersehen. Also natürlich war bei dem Konvolut das Schuko-Auto das Beste. Der Rest ist nicht unbedingt leicht zu verkaufen. Da kommt aber auch noch zugute, dass es eben mit James Bond zusammenhängt und man da durchaus noch Kundschaft finden kann. Ich bin froh, wenn meine Autos alle weg sind oder teilweise weggehen. Und dann muss man auch mit ein bisschen weniger zufrieden sein. Also ich bin an sich zufrieden. Im Händlerraum geht es Schlag auf Schlag. Also das ist einmal eine französische Bronze, vorher vergoldet, um 1830, 1840, hat Fadenaufhängung und ist im originalen Zustand. Und die Darstellung ist der Bacchus oder ein Bacchant beim Weintrinken. Sehr hübsch auf Fässer gestellt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diese schöne Kaminuhr an den richtigen verkaufen werde. An Interesse für die besondere Uhr mangelt es schon mal nicht. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Hallo. Guten Tag. Schöne Uhr haben Sie da. Ja. Ist auch ein bisschen was wert. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Also die Uhr stammt aus Familienbesitz, ist seit ungefähr 200 Jahren im Familienbesitz. Die ist um 1800 halt produziert worden. Ist kein Plagiat, kein Zinnguss. Vorher vergoldete Bronze. Das Uhrwerk habe ich überholen lassen. Ach doch, ich dachte mir, weil das ist sehr sauber. Ja, so, muss sauber sein. Ja. Der Faden wurde ausgewechselt und die Federn. Das heißt, die wird noch mal 200 Jahre jetzt laufen mit dem Uhrwerk. Und Sie haben auch 200 Euro bezahlt wahrscheinlich, oder? Da kommen Sie nicht mit hin. Ja, das dachte ich. Was natürlich ganz witzig ist, ist, dass der Ziegenbockhocker, wo der Bacchus draufsteht, das habe ich so auch noch nie gesehen. Ja. Also diese Uhren aus dem Zeitraum erzählen immer Geschichten. Es gibt verschiedene und da wird jetzt Bildnis, ist Dionysus meiner Meinung nach, weil unten die beiden Leoparden zu sehen sind, eingerahmt. Das war von Dionysus die beiden Lieblingstiere. Mhm. Und ein schönes Stück halt. Sie ist schön und vor allem, sie ist nicht zu groß. Die kann man wirklich verkaufen, weil den Platz für so eine Uhr findet man eben leicht. Ist wirklich eine hübsche, gefällige Uhr. Und ist nie was gemacht worden an der Bronze? Nein. Nein, ist so, wie sie ist. So war sie. Cool, die kann man sogar bewegen hier unten, die Fässer. Ja, vorsichtig. Ja. Nein, die müssen schon fest sein, die Füße. Ja, die kann man nicht bewegen normal. Naja, die sind zum Schrauben. Ja. Ja. Daran erkennt man auch, dass kein Plagiat ist. Halt, die ganzen Applikationen sind angeschraubt und nicht einfach nur gegossen. Ja. Richtig. Ja, ich eröffne mit 750 Euro. Ja, ich sag 800. Ja, da muss noch ein bisschen was drin sein. Nee, die läuft gut, die ist general überholt. 850. Sag ich. Da wären wir uns noch nicht einig. Da muss noch ein bisschen was drin sein. Ich sage Ihnen jetzt einmal einen Nachteil von der Uhr. Da gehört normal, also die Leute wollen jetzt mit weißem Zifferblatt. Das ist ja besonders an dieser Uhr, dass es eine Bronze-Zifferblatt hat. Ich könnte ein Angebot machen, ich sage mal 1100. Nee. Nämlich. Das kriegst du ja gerade mal dafür. Mein letztes Wort ist 900. Dann sagen wir 950. Nein, 900. 925. 900. Der ist gut bezahlt, das Ding. Glaube ich mal. Eine harte Verhandlung. Wie wird sie ausgehen? 900 Deal. Wusste ich doch. Dankeschön. Fünf, sieben, neun.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Schönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss. Eine super Uhr. Hörst du sie? Herr Hofmeister, wie ist es gelaufen? Ich bin Zufriedenheit. 1000 nicht ganz erreicht. 90% ist immer noch eine Nummer. Das ist in Ordnung. Der Armbanduhr für meinen Onkel ist da drin. Ein bisschen was für meine Reisekasse. Unkosten ist gedeckelt. Alles wunderbar. Gutes Geschäft eigentlich. Danke dir, dass du da warst. Macht gut. Viele Grüße an den Onkel, ne? Ja. Tschüss dir. Bitte. Tschüss. Hannelore Liptow hat ein musikalisches Service im Gepäck und möchte dieses aus gutem Grund verkaufen. Bevor die Teile, weil sie ja bei mir im Schrank stehen und für niemand sichtbar sind, irgendwann mal, wenn es mich nicht mehr gibt, auf dem Polderabend landen, habe ich mir gedacht, ich stelle sie einfach hier mal vor. Wertvolle Einzelstücke oder billiger Nippes? Das wird unsere Expertin Dr. Heide Rezipa-Zabel herausfinden. Das sehe ich für ganz Verrücktes. Was ist das denn für ein lustiges Ding? Hallöchen. Hannelore Liptow. Darf ich Hannelore sagen? Aber klar. Danke, Hannelore, ich bin auch die, ne? Was ist denn das? Von der Zauberflöte, gell, ist es? Gucken wir doch einfach mal, ja. Von der Zauberflöte? Ja, von der Zauberflöte. Die Königin der Nacht. Ja, genau. Papageno. Jetzt sag noch mal, die zwei habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Wer war das? Das ist Sarastro, der Zauberer. Ja. Tamino und Papageno ist und noch dabei. Pamina werden dann ein Paar. Ja. Die suchen sich in der Zauberflöte. Und hier auch noch Papageno und Papagena. Aha. Zauberflöte von Mozart. Ja, hallo. 1791 uraufgeführt. Wo? In Wien. Ja. Bei Emanuel Schikaneda. Und hier sind auch die Texte seines Librettos hier in einem Relief illustriert worden. Also sowohl durch Figuren, die sich der Künstler, und der ist ja auch hier drunter verzeichnet, nämlich Björn Windblatt, ausgedacht hat, so gestaltet und auch mit Blumen ergänzt mit einer Szenerie. Mhm. Und Björn Windblatt, ein dänischer Maler, war auch Bühnenbildner. Und er interessierte sich sehr für Musiktheater und Tanztheater. Und nichts lag näher, als diese Szenerien eben als Relief zu gestalten für ihn. Gibt es dieses Relief noch irgendwo? In groß an Wänden oder ist das nur gemacht worden hier für... Er hat für Rosenthal gearbeitet. Rosenthal Porzellan ist das. Und diese Teller sind mit Mattgold staffiert worden. Und hier dieser zwiebelförmige Deckel. Ach, guck mal. Und hier kriegen wir was geschenkt. Ein Leckerchen. Für euch? Für euch, ja, natürlich. Nicht für die Händler? Nee, die kriegen ja, was sie wollen. So, jetzt erklärt mir doch mal ganz was anderes. Jetzt weiß ich, wie auf den Tellern drauf ist. Ich weiß, welche Musik es war, wer sie geschrieben hat, wann sie aufgeführt wurde. Alles und alles und alles. Aber wofür benutzt man das, was da steht? Oder ist das nur Deko? Nein, das sind Teile eines Mokka-Services. Und zwar ist das die Zuckerdose und das sind kleine Beilagenteller. Wahrscheinlich auch für Pralinchen. Es sind nicht die großen Frühstücksteller, sondern kleine Beilagenteller. Also dann gehe ich recht in der Annahme, ist das Service natürlich nicht vollständig. Nein, es sind nur Teile daraus. Und ich denke, Sie haben vielleicht hier die Zuckerdose zweckentfremdet, vielleicht als Pralinendose. Und hier diese Tellerchen vielleicht gesammelt. So kann man es ja auch aufziehen, das Service. Eigentlich hatte ich sie nie in Verwendung. Nein? Meine Schwägerin, die vor vielen, vielen Jahren verstorben ist, die hatte Freude an solchen Dingen. Und die hat sich das peu à peu gekauft. Deshalb könnte ich mir vorstellen, sind auch die Tässchen nicht dabei. Aha, und du hast das nachher übernommen von ihr? Nach ihrem Tod hat es als Erinnerung meine Mutter übernommen. Ja. Und die hat es mir vor langer, langer Zeit geschenkt. Ich habe es immer bei mir stehen gehabt. Aber es hat nie richtig gepasst. Was hättest du denn gerne an Geld dafür? Hast du dir mal einen Gedanken gemacht? Es ist ganz schwierig. Klar macht man sich Gedanken. Ich habe so an 120 Euro gedacht. 120 Euro. Ist das ein realistischer Gedanke? Schließlich kommt es auch auf den Zustand an. Wir gucken mal, was die Frau Doktor zu sagen hat. Ja. Also diese Tellerchen, die haben so gut wie gar keine Gebrauchsspuren. Sie sind lediglich ein bisschen an den hohen Stellen bestoßen, weil vermutlich die Teller übereinander gestellt wurden. Mhm. Und das ist gar nicht gut bei so einer Mattgoldauflage. Da muss man wirklich vorsichtig sein und darf entweder nur ein Papierchen dazwischen legen oder sie nebeneinander stellen. Aber es gibt leider hier eben so ein paar Bestoßungen. Ja, schade, aber sie sind trotzdem insgesamt in einem guten Zustand. Und der heutige Marktpreis für dieses kleine Konvolut läge bei 200 bis 250 Euro. Mhm.
200 bis 250 Euro, damit wärst du auch natürlich glücklich und zufrieden, ne? Wäre ich zufrieden. Meine liebe Hannelore, ja. Somit hast du hier die Händlerkarte. Die hat nichts mit der Zauberflöte zu tun, aber man kann mal versuchen, damit zu spielen. Nehme ich gerne. Die nimmst du, gehst zu den Händlern, das Ganze wird darüber sortiert, weil das musst du jetzt nicht tragen. Genau. Das sieht jetzt auch doof aus. Hannelörchen, den Rest machst du mit den Händlern. Dankeschön, dass du da warst. Da vorne geht's zum Händlergang. Dankeschön. Ich danke auch. Bitteschön. Da ich vorher noch keine Ahnung davon hatte, wie es einzuschätzen ist, bin ich natürlich überrascht und Erwartungen übererfüllt. Sonja Meuth ist mit ihrem Latein am Ende und hofft nun auf die Expertise. Denn zwei besondere Briefmarken machen ihr Kopfzerbrechen. Ich selbst habe im Internet versucht zu recherchieren und habe ganz, ganz wenig gefunden. Über die goldene fast gar nichts. Und die silberne, da hüllt man sich auch in Schweigen. Das Rätsel der beiden kleinen Objekte enthüllt unser Experte. Das ist das erste Mal, dass ich dich mit Lupe sehe, Sven. Hallöchen. Hallöchen. Wie heißen Sie denn, junge Frau? Ich bin die Sonja Meuth aus dem wunderschönen Westerwald. Das ist mal eine Ansage. Ja. Das ist schön. Weißt du, wenn man so mal sagt, kompletten Namen und dann noch, woher man kommt. Das ist fein, gell? Ja. Ja. Frau Meuth, was haben Sie mitgebracht? Hat der Sven auf einmal mit der... Das sieht man ja kaum von der Seite. Das sind Briefmarken. Einmal aus Feingold und einmal aus Silber. Das sind aber keine echten Briefmarken. Ja, auf dem Kann Brief. Ja nicht sein. Brief ist eher schlecht. Oder? Die Kratze der Postbote ab. Der Brief kommt nie im Leben an, aber da fehlt immer die Ecke. Ne? Der Brief schon, aber ohne Marke. Wo gibt es denn Gold- und Silberbriefmarken? Das habe ich noch nie gehört. Die hat meine Mutter damals meinem Cousin abgekauft, hat für die silberne Marke 15 D-Mark bezahlt und für die Goldmarke 30 D-Mark. Und du hast sie geerbt? Ich habe die geerbt. Nein, geerbt nicht. Meine Mutter lebt ja Gott sei Dank noch. Ja, Gott sei Dank. Ja. Sondern Mama hat sie dir geschenkt. Jawohl. Oder hat Mama gesagt, hier, Fräulein Meuth, jetzt guck mal, dass du die zu Geld machst. Ne? Wir wollen in Urlaub. Natürlich nicht. Sondern? Sie wir hauen das Geld dann auf den Kopf. So ist richtig. So ist das. So ne? ist richtig. Ja. So. So, jetzt guck mal. Kannst ich was erkennen? Mal. Siehst du was? Ja. Was steht da? Stadtpost Basel. Guck mal, ich leg's mal hin. Stadtpost Basel. Stadtpost Basel. Danke. Bitte. Basler Taube, Basler Dübli, Schwitzerdeutsch. Ja. 1. Juli, ich glaube 1845, die erste mehrfarbendruck gefertigte Briefmarke. Ach so, und dann hat die Post zu Ehren dieser Briefmarke genau, eine diese Gold. Jubiläumsausgabe ja. gemacht in Gold. Zum 100-Jährigen, meine ich, die ist aus 999er Feingold. Mhm. Das ist schon mal gut, hast du gewonnen? Das ist, ja, sind ungefähr 3,1 Gramm. Mhm. Ne? Kommen wir jetzt gleich zur Wertbestimmung. Jetzt gehen wir auf die nächste ja. Marke. Mhm. Das ist Franco Bollo Postale. Franco Bollo heißt im Italienischen einfach nur Stempel. Ja. Ne? Mhm. So, man sieht hier drauf die beiden Fahnen der Schweizer Garde. Ja. Vatikanstaat, Kirchenstaat. Oh, schön. Und diese Marke ist auch so ein Jubiläumsstück. Was? 1000, siehst du, 1000? Ja. Tausender Reingehalt Silber. 8 Gramm. 8 Gramm. 3,1 und 8 Gramm. Ja. Jetzt möchte ich von dir erst mal wissen, 30 D-Mark ist damals bezahlt worden. Mhm. Wie viel hättest du heute gern? Ich denke mal, unter 200 Euro möchte ich so eigentlich nicht abgeben. Eine klare Aussage. Wird Sven Deutschmannig diese Vorstellung bestätigen? So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also, bei der Basler Taube, bei dieser Marke hier, wie gesagt, sie ist aus Feingold gefertigt. Mhm. Wir haben circa 3 Gramm. Je nachdem, wie der Goldkurs gerade steht, würde ich hier einen Wert anschlagen von 100 Euro Materialwert, circa. Mhm. Ja. Wir können aber nicht einfach hier nur den normalen Edelmetallwert nehmen, weil sowas wird gesammelt. Das waren Sonderprägungen, Jubiläumsausgaben. Und ich denke mal, dass hierfür ein Wert so um die 150, 180 Euro zu realisieren wäre. Bei der Goldmarke. Aber wäre schon allein knapp 100 Euro Materialwert. Mhm. Silber ist natürlich, sage ich mal, vom schwierig. Preis her nicht so ganz prickelnd. Gut. So, wenn wir jetzt hier diese 12 Gramm haben, 12, dann würde ich mal sagen, knappe 5 Euro Materialwert. Doch, so viel? Ja. Mhm. Und da würde ich 10 Euro für ausrufen, weil die gibt es ziemlich häufig. Echt? Ja. Mhm. Also dann wären wir so bei Maximum 190 Euro, das finde ich schon recht gut.
Und eins kommt noch mit dazu, die sind normalerweise in so Blisterverpackung gewesen. Ne? Die sind angefingert und das sieht man. Weil wir haben Schweiß an der Haut und dieses Schweiß, der setzt sich dann über Nieren. Man darf die eigentlich, oder viel, wenn die jetzt irgendwie so transportiert werden, dann wird die Prägung wird immer schlechter. Das ist wie bei Münzen. Mhm. Ne? Und die waren in so Blisterverpackung, dann wäre es noch viel, viel schöner. Das Silber, wenn wir es jetzt anpacken würden und würde es einfach so hinlegen, dann läuft das genauso an wie unser Daumenabdruck. Mhm. So, bevor du die noch häufiger anfingerst, würde ich sagen, pack sie wieder ein. Das ist zum Anfingern gedacht, die Händlerkarte. Jawohl. Ich denke mal 200 Wunsch und hier die 190 Wert sind nicht ganz so weit auseinander. Mhm. Aber du weißt natürlich, unsere Händler sind zwar in der Welt, aber die wollen verdienen. Das ist eine Marke. Ich danke dir. Danke auch. Ein Träumchen. Da vorne geht es zum Händler. Jawohl, danke. Tschüss. Tschüss. Ich hatte ehrlich gesagt etwas mehr erwartet, aber ich habe mein Händlerkärtchen bekommen. Ich freue mich fürchterlich und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Die beiden Objekte, die wir jetzt gerade gesehen haben, dafür gibt es kein ausgesprochenes Sammlergebiet. Das sind eher so kleine Nischenprodukte, die als Jubiläumsausgaben ausgegeben worden sind. Hier ist es schön, einmal aus Rheingold und einmal aus Feinsilber. Von daher denke ich mal auch gut zu verkaufen. Ob die Händler das Opernservice in höchsten Tönen loben werden, zeigt sich gleich im Verkaufsraum. Hannelore ist bereit. Ich bin jetzt voller Erwartung, was mich hinter der Tür erwartet. Und ich freue mich auf die 5, weil ich auch weiß, da geht's immer recht lustig zu. Nicht immer. Schließlich sind die Händler auch auf ein Geschäft aus. Hallo. 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 Das ist ein sehr intellektuelles Servi. Hat das hier mitgebracht? Ja, wer will jetzt die erste Antwort? Mir. Und die Frage war? Die Frage, ich habe keine Frage gestellt. Ich habe gesagt, dass das schon ein sehr intellektuelles Arrangement ist mit den jeweiligen Theaterstücken bzw. Auszügen daraus. Was für das, Waldi, das war jetzt nicht für dich bestimmt. Das hast du noch nie gehört. Das ist ganz nett gemacht. Ja, das sind Teile aus der Zauberflöte. Ja. Das sieht Papageno. Ganz, ganz niedlich aus, aber es hat nie so richtig zu mir reingepasst. Okay. Ja, dann fange ich an mit 70 Euro. Geht doch nicht da so hoch rein. Für jedes Teil 10 Euro. 70 fange ich an. Doch, es ist nett. Die Dame ist extra hingekommen, will das verkaufen. Ich fange mit 70 Euro an. Hört sich gut an, aber es entspricht noch nicht ganz so meiner Vorstellung. Kommt da noch ein besseres Gebot? Gnädige Frau, ich sage Ihnen eins. Sie sind so charmant, ich biete Ihnen 80 Euro. Ach, ich könnte mir vorstellen, das zu benutzen. Natürlich. Da macht man Zucker rein, dann ist es entweder eine Teebeutelablage oder man stellt die Gläser da drauf oder sowas. Und mich spricht es einfach an, weil es Theater. Theaterszenerien darstellen. Ja, wenn sie es anspricht, dann gehen sie noch mal ein bisschen in sich. Wäre ja, so meine ich sag Bitte. Jetzt ein Huni. 100. Ja. Sehr gut. Die Jugend sagt 100. Das passt doch. Und Sehendor sagt? Ich habe schon. Danke für das nette Kompliment. Gerne. Aber ich habe schon 70 gesagt. Also. Ich bin der Senior. So 105. 105 haben wir jetzt. Legst du noch was drauf? Nein. Verkaufen Sie es dem Ludwig für 105 Euro. Ja, klar. Dann machen wir das einfach. Sehr gut. Ja, klar. Kommen Sie her zu mir. Sie sind so charmant. Ich gebe Ihnen die 105 Euro. Gell? Freue ich mich aber drüber. Danke. Und Ihnen wünsche ich natürlich auch Freude. 105, gell? Ich danke ganz herzlich. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Ade. Alles Gute und gute Zeit. Gleichfalls. Die Zauberflöte, der bezaubernde Ludwig. Da ich eigentlich nicht der Mensch bin, der gerne handelt, war es für mich völlig in Ordnung. War ein nettes, sauberes Gespräch. Es ist wohl ein Sammlerstück, laut Expertise. Und wenn ich das bekomme, was in der Expertise von dem Sven gesagt wurde, bin ich doch recht zufrieden. Das Duo ist sehr außergewöhnlich und immerhin 190 Euro wert. Jetzt kommt es auf die Händler an. Hallo. 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 Grüß Gott. Grüß Gott. Dankeschön. Tja. Beim Anblick dieser ungewöhnlichen Postwertzeichen geraten auch die Händler ins Grübeln. Wie eine Briefmarke, oder ist das
Das ist eine Marke, ja. Eine Marke? Mhm, eine Briefmarke. Also das ist rein Silber jetzt. Mhm. Und das andere ist sogar Gold. Stadtpostbehandel. Ist es echtes Gold? Das ist echtes Feingold, ja. Feingold, ne? 999. Und eigentlich Silber, oder? Ja, schön. Das ist Silber. Silber, ne? Rein Silber. Also diese hier ist schon mal Gold. Mhm. Das sieht man. Aber auch das Gewicht spielt eine wesentliche Rolle. 3 Gramm, 3,1. Kann das was aus dem Vatikan sein? Weiß man das? Das ist was Italienisches, ja. Es ist der Vatikan, eine Mitra obendrauf. Es wäre wohl eine Sonderprägung. Ah, okay. Sonderprägung. Zu einem Jubiläum. Mhm. Wissen Sie, von wann die sind? Aber liegen wir schon richtig wir mit dem Vatikan? Sie jetzt ca. 50 Jahre. Und da ist vom Vatikan oben auch diese Schwerter drauf. Ja, das habe ich gesehen. Sehr interessant. Ich eröffne mit 150 Euro für beide. Das freut mich sehr. Schön. Aber da wird noch was gehen, oder? Werden wir sehen. Das ist eine Jubiläumsausgabe. Dings um 1940. 160 mache ich. Die ist Silber. Die andere ist Gold. Anders, ja. Ich schippe mal 180. Und ich sag 200. Sehr schön. Vatikan ist aber nur das Silberne, das Goldene ist Basel. Das Goldene ist Basel. Schweiz, ja. Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. Aber die goldene Hausnummer ist besser. 220. Na komm, da vor. Machen wir das. Was machen wir denn? 220. 230. Ja. Ja, komm, ich senk mich dann um einen Zehner. 1, 2. 230. Alles klar. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Die sind noch schön. Ich bin sehr froh, es hat geklappt. Sogar ein bisschen mehr als der Expertenmeinung. Und da freue ich mich drüber. Und meine Mutter wird sich sicherlich auch drüber freuen. Nee, war das wieder aufregend. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, und wenn auch Sie sich mal so richtig überraschen lassen möchten, dann melden Sie sich doch einfach. Meine Händler, die haben die Kohle parat liegen für Sie und meine Experten möchten ihr Wissen rausschütten. Ja, und ich möchte Sie kennenlernen. So, Feierabend. Das ist mit Tirejo. Ja. Ja. Hast du eigentlich ein Hobby? Ja. Ja, was dann? Ach, ich habe dieses Jahr noch meinen Motorradführerschein gemacht, mit 74 Jahren. Hör auf. Dann sollten wir zweimal zusammen Motorrad fahren. Das ist gut. Ja. So, mein Lieber, hier kriegst du deine Uhr und natürlich das Händlerkärtchen. Und ich bin mir ganz sicher, wird daher richtig was Schönes passieren im Händlerraum. Dankeschön. Auf dass du eine schöne Goldhochzeit kriegst und wir mal zusammen Motorrad fahren. Dankeschön. Das würde mich sehr freuen. Guck mal, da geht's zum Händlerraum. Danke gut, dir. Danke. Tschüss. Tschö. Wie ich die Händlerkarte bekommen habe, lief es mir kalt über den Buckel runter. Und ich freue mich, dass ich jetzt danach hinkommen kann. Vielleicht habe ich Glück und die Uhr wird verkauft. So etwas lässt sich tatsächlich nicht mehr gut verkaufen. Vor allen Dingen hatte diese auch nicht einen besonderen Markennamen. Also ein guter Name hätte sich noch anders bewerten lassen. Somit habe ich in erster Linie nach Materialwert gewertet. Und ich denke, so werden auch unsere Händler kaufen. Auch Ramona Rosenberg ist auf ein Geschäft aus. Ein zerbrechliches Erbstück soll ihr Bares bescheren. Ich habe eine schöne Deckelvase von Royal... Streiten. Gott, das war eine schöne Anrede, ne? Hallöchen. Hallo. Mit wem haben wir die Ehre? Der Name ist Herbert Wetzig. Herbert Wetzig. Wetzig oder Retzig? Wetzig, mit Wetzig. W, mit weichem W. Mit weichem W. Mach du doch schon mal ein I dazwischen, da bin ich witzig. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Heidere Zeppa-Zabe? Wobei, man muss sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Sie ist mittlerweile so berühmt. Ja, im Fernsehen sehe ich sie ja dauernd. Sag mal, Herbert. Darf ich Herbert sagen? Ja, bitte. Das ist lieb von dir. Eine Damenuhr. Mhm. Auch hübsch. So, die gehört aber nicht dir. Also, die gehört vielleicht meine dir. Frau. Ja. Und meine Frau ist sehr krank. Und die liegt jetzt schon seit 10 Jahren im Tresor. Die können nicht mehr raus. Und warum soll die im Tresor liegen? Da haben wir gesagt, da können wir doch verkaufen. Ja. Und wir haben im Januar am 28. Goldhochzeit. Ja. Und wenn ich den Erlös kriege, könnten wir dann die ganzen Leute einladen. Und das ist eine schöne Idee. Weil man kann es besser verleben, ja, als nachher sich Leute darüber streiten lassen. Hast du denn eine Preisvorstellung von der Uhr, was du gerne hättest? Ja, ich habe gedacht, günstigste für 1.300 Euro. 1.300 Euro. Finde ich jetzt nicht teuer. Ich weiß ja nicht, was sie kommt.
Wie heißt es so schön? Suchst du eine hilfreiche Hand, schau ans Ende deines Armes. Und meine hilfreichen Hände von meinen allerliebsten Experten, die sind schon wieder fleißig. Und somit kann ich meine in die Tasche stecken. Geht los, ne? Mit gemischten Gefühlen kommt Herbert Wetzig heute ins Puhlheimer Walzwerk. Nach reiflicher Überlegung hat er eine Entscheidung getroffen. Es fällt mir schwer, mich von der Uhr zu trennen. Aber was soll die im Dressur liegen bleiben? Vielleicht kann die eine andere noch anziehen. Und das würde mir dann sehr entgegenkommen. Welche Geschichte die Damenarmbanduhr hat und wie viel sie wert ist, ermittelt unsere Schmuckexpertin. Der strahlende Herr darf zu uns schauen. Hast du eine Geschichte zu der Uhr? Ja, ich habe die gekauft von einem Ehepaar, was sehr klamm war, weil die Geschäftin pleite. Mhm. Dann habe ich die für 5.000 D-Mark gekauft, 92. Wow. Und dafür habe ich die Expertise. Ja. Wow. Ja. Ja, Heide, dann erzähl du mich mal was zu der Uhr. Vielleicht ist sie ja doch viel mehr wert, wie ich denke gerade. Es ist eine Weißgolduhr aus 750er Weißgold. Ja. Und ein Milanese-Armband. Ich sehe hier, wo wir schon dabei sind, ist eine kleine Reparatur hier an dieser Stelle, ist offensichtlich verlängert worden. Ja, ist bei Milanese-Armbändern schwer. Da muss man tatsächlich ein Stück Goldplatte einsetzen. Anders geht's nicht. Mhm. Und sie hat eine Diamantlünette mit 8-Kant-Diamanten, mhm, also 8 Facetten oben und 8 unten, also keine Brillanten. Und sie trägt den Markennamen Öbra auf dem Zifferblatt. In den 50er bis 70er Jahren gab es sehr viele Uhrenfirmen, die Gehäuse, mhm, Armbänder und ja, das Werk dazu gekauft haben und dann unter eigenem Namen auf dem Zifferblatt diese Uhren verkauft haben. Aha. Und diese Marke Öbra gehört der Firma Hema und Co. Und das ist so eine Uhr. Ja. Wie teuer war so eine Uhr damals? Ja, ich meine, wenn ich höre Weißgold. Schon, ne? Teuer. Ja, also wie teuer in Neuss lag die beim Uhrmacher für 6.900 D-Mark. Ja, im Geschäft. Im Geschäft. Das glaube ich. Ja, ja, da bist du selber Geschäft, Leute, 30-40%. Aber verkaufen war die 6.900 D-Mark. Die, ja, Expertise sagt 6.500. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Gut, die Expertise ist von 92, ja, sehe ich hier, ja, vorne. Aber eins muss uns natürlich klar sein, und ich glaube, das ist uns beiden schon klar, dass der Wert dieser Uhr natürlich ein anderer ist. Aber das gucken wir jetzt mal. Lieber Heide, was kriegt man denn dafür? Der Mann, der will Goldhochzeit feiern, und zwar verdammt schön. Wird das ein rauschendes Fest? Was sagt die Expertin? Also es ist schon schwierig, so ein Modell heute noch zu verkaufen, mhm, zumal auch solche Uhren häufig angeboten werden. Mhm. Aber sie ist recht schwer und sie gibt einiges auf die Waage. Mit einem Aufpreis, der allerdings nicht groß ist, möchte ich diese Uhr beziffern auf 1.000 bis maximal 1.200. Ja, das wäre doch schon mal. Auch mit Blumen ergänzt, mit einer Szenerie. Mhm. Und Björn Winblad, ein dänischer Maler, war auch Bühnenbildner. Und er interessierte sich sehr für Musiktheater und Tanztheater. Und nichts lag näher, als diese Szenerien eben als Relief zu gestalten für ihn. Gibt es dieses Relief noch irgendwo? In groß an Wänden oder ist das nur gemacht worden hier für? Nur für, er hat für Rosenthal gearbeitet. Rosenthal Porzellan ist das. Und diese Teller sind mit Mattgold staffiert worden. Und hier dieser, ja, zwiebelförmige Deckel. Ach, guck mal. Und hier kriegen wir was geschenkt. Ein Leckerchen. Für euch? Für euch, ja, natürlich. Nicht für die Händler? Nee, die kriegen ja, was sie wollen. So, jetzt erklärt mir doch mal ganz was anderes. Jetzt weiß ich, wie auf den Tellern drauf ist. Ich weiß, welche Musik es war, wer sie geschrieben hat, wann sie aufgeführt wurde. Alles und alles und alles. Aber wofür benutzt man das, was da steht? Oder ist das nur Deko? Nein, das sind Teile eines Mokka-Services. Und zwar ist das die Zuckerdose und das sind kleine Beilagenteller. Wahrscheinlich auch für Pralinchen. Es sind nicht die großen Frühstücksteller, sondern kleine Beilagenteller. Also dann gehe ich recht in der Annahme, ist das Lavier natürlich nicht vollständig. Nein, es sind nur Teile daraus. Und ich denke, Sie haben vielleicht hier die Zuckerdose zweckentfremdet, vielleicht als Pralinendose. Und hier diese Tellerchen vielleicht gesammelt. So kann man es ja auch aufziehen, das Lavier.
Eigentlich hatte ich sie nie in Verwendung. Meine Schwägerin, die vor vielen, vielen Jahren verstorben ist, die hatte Freude an solchen Dingen. Und die hat sich das peu à peu gekauft. Deshalb könnte ich mir vorstellen, sind auch die Tässchen nicht dabei. Aha, und du hast das nachher übernommen von ihr? Nach ihrem Tod hat's als Erinnerung meine Mutter übernommen. Ja. Und die hat's mir vor langer, langer Zeit geschenkt. Ich hab's immer bei mir stehen gehabt. Aber es hat nie richtig gepasst. Was hättest du denn gerne an Geld dafür? Hast du dir mal einen Gedanken gemacht? Es ist ganz schwierig. Klar macht man sich Gedanken. Ich habe so an 120 Euro gedacht. 120 Euro. Ist das ein realistischer Gedanke? Schließlich kommt es auch auf den Zustand an. Wir gucken mal, was die Frau Doktor zu sagen hat. Ja. Also diese Tellerchen, die haben so gut wie gar keine Gebrauchsspuren. Sie sind lediglich ein bisschen an den hohen Stellen bestoßen, weil vermutlich die Teller übereinander gestellt wurden. Mhm. Und das ist gar nicht gut bei so einer Mattgoldauflage. Da muss man wirklich vorsichtig sein und darf entweder nur ein Papierchen dazwischen legen oder sie nebeneinander stellen. Aber es gibt leider hier eben so ein paar Bestoßungen. Ja, schade, aber sie sind trotzdem insgesamt in einem guten Zustand. Und der heutige Marktpreis für dieses kleine Konvolut läge bei 200 bis 250 Euro. Mhm. 200 bis 250 Euro, damit wärst du auch natürlich glücklich und zufrieden, ne? Wäre ich zufrieden. Mhm. Meine liebe Hannelore, ja. Somit hast du hier die Händlerkarte. Die hat nichts mit der Zauberflöte zu tun, aber man kann mal versuchen, damit zu spielen. Nehme ich gerne. Aber ich weiß nicht, was der Rest ist. Das ist ein Snacks. James Bond ist das. Okay. Ist das nicht so interessant, das Tier, glaube ich? Corgi Toys kenne ich nicht. Sie macht es mal weiter runter. Dass die Zeit ist ja sink. Kadung. Mit Radiofunktion. Und immer die neuesten Hits. Schau mal, das ist der James Bond Toyota. Ich versuche ein bisschen zu handeln. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ansonsten, ja, mit ein bisschen Charme. Läuft das schon? Werden die Händler auf den Charme der Luxemburgerin und ihre Vehikel anspringen? Ja, grüß Gott. Hallo. Hallo. Die Spielsachen von Papa? Nein, von meinem Mann. Von Ihrem Mann? Ja. Hat er dich gezankt, hat er dem sein Zeug verhökert? Nee, hat er nicht. Er ist leider vor 2 Jahren verstorben. Das ist schade. Und er hat mir eine große Sammlung von diesen Sachen hinterlassen. Und ich kann nicht viel damit anfangen, so, ja, dann ist dann okay. Dass ich sie versuche, irgendwie zu verkaufen. Schön, sind alle im guten Zustand. Am schönsten ist natürlich das Schuko. Das Schuko-Auto wird das Topmodell von der ganzen Sache sein. Ne? Ja. Mhm. Der Rest ist eigentlich eher so ein bisschen zu Brot, sage ich mal. Ist Nachkriegszeit. Was haben wir denn sonst noch da? Die Dummens, der Bonn. Das sind gut erhalten. Ja. Der Zustand ist sehr gut. Kommt das aus China oder was? Das ist ein Radio weg. Nee, das ist aus London. Ach so. Okay. Da hinten ist im Kofferraum sind Raketen versteckt. Beim James Bond musste das ja so sein. Ne? Ja. Also es kommt mir ein bisschen spanisch vor, dass da eine Asiatin abgebildet ist und auch, dass auf dem Nummernschild eine asiatische Bezeichnung drauf ist, also ich verstehe das Ganze vorhin nicht. Gesagt. Auch sie hat ein sehr asiatisch anmutendes Kleid. Mhm. Ja, vielleicht ist das für den asiatischen Markt gemacht, ich weiß das nicht. Nein, der hat bestimmt einen Auftrag. Der James Bond Film, wo das Auto damals mitfuhr, dass der in Asien gespielt hat. Das kann auch noch sein. Also das wird eher wohl die Erklärung dafür sein. Der war doch im Chinatown da, wo der Dicke dabei war. Hast du den wieder nicht gesehen, den Film? Hier steht, You Only Live Twice, das muss der Film gewesen sein. So, hier ist Xing Ling, die war auch in dem Film mit dabei. Und der hat einen Toyota gefahren. Der hat einen Toyota gefahren. Eindeutigen Toyota gefahren. Also ich fange mal mit 120 Euro an. Gut, dann ist der Schuko, das andere ist nicht das Wahre. Sind Liebhabersachen. Ja, aber die Liebhaber sind meistens Schuko. Denke ich auch. Hm. Doch. Ich sag 130. Ich sag dieses Geld, was ich mir vorgestellt habe, bekommen habe. Und jetzt kann ich damit Goldhochzeit feiern und die Einladungen verschicken. Christiane Schneider lässt heute Männerherzen höher schlagen. Die Luxemburgerin hat gleich eine ganze Flotte Spielzeugautos mitgebracht.
Das Besondere ist vielleicht, dass einer dabei ist, wo relativ alt ist und wo aber noch in einem guten Zustand ist. Das heißt, teilweise ungespielt. Die anderen sind vielleicht bespielt, aber trotzdem noch mit Kästchen dabei. Obwohl das, die Kästchen sind nicht mehr alle so top. Zustand, Wert und Herkunft der kleinen Flitze kommen auf den Prüfstand zu unserem Experten. Liebe Frau Schneider, der Sven ist schon ganz begeistert, weil der Herr Deutschmanek ist tatsächlich auch spielzeugaffin und das hat er von mir geerbt, glaube ich, weil ich bin ja der Ältere von uns beiden. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrzeuge Ihr große Leidenschaft waren. Ne? Nein, absolut nicht. Sondern? Sie gehörten meinem verstorbenen Mann. Und der hat gesammelt wie verrückt der wahrscheinlich. Der hat ungefähr so 15 Jahre lang gesammelt und ziemlich quer durch Europa sind wir gefahren. Nicht nur um zu sammeln, sondern auch manchmal beim Urlaub kamen welche dazu. Aber ja, es sind sehr viele geworden. So, Frau Schneider, aber jetzt haben Sie gesagt, jetzt müssen die Dinger weg. Ja. Weil Sie haben bestimmt auch eine Sammelleidenschaft, oder? Wenn man mit einem Sammler zusammengelebt hat. Ich sammle andere Sachen, ja. Ich sammle zwar auch alte Spielsachen, alte Porzellankopfpuppen sammle ich. Ah, schön. Ja. Haben wir immer wieder mal was Schönes hier. Aber jetzt mit den Autos. Die sollen weg. Das Geld wird wieder investiert in Ihre Sammelleidenschaft. Oder eventuell in die Wohnungsrenovierung. Da kommt das Geld auch ganz gut an. So machen wir zwei das. Lieber Sven. Hier haben wir Nummer 1, das ist ein Zinkus-Modell von der Firma Lesney. Eigentlich dann später Matchbox. Mhm. Matchbox, wie gesagt, war eine ganz witzige Idee. Die haben das in so Streichholzschachteln danach verkauft, daher dann auch der Name. Ist im sehr guten Zustand. 50er Jahre, weil da war letztendlich der Start von Matchbox um 1953. Mhm. Hier ist was sehr Schönes. Ich glaube, da bist du. James Bond. Ich muss jetzt einmal diesen Aufsteller noch mit rausholen. Ja. Hier haben wir den Toyota 2000 GT von 1967 von der Firma Kiro, auch aus England. Die glauben immer alle, James Bond wäre nur Aston Martin gefahren oder mal kurz BMW. Genau, und nein, der ist Toyota gefahren. Und dieser Toyota Sportwagen war so ein bildhübsches Auto. Und wenn man den in echt hätte. Vor 15 Jahren hat so ein Ding gekostet 20.000, wollte keiner haben. Heute kosten die eine Viertelmillion bis eine halbe Million. Ja, also die echten. So. Siehst du, hier ist das auch ganz schön gefertigt, mit so klein wie so Strassstein eingefüllt. Was hat er im Kofferraum gehabt? Ja, einen Ölspritzer und Raketen. Ja, klar. Raketen, ja. Da ist er, der Raketenwerfer. Genau. 67. Sehr schön. Kopfpuppen sammeln. Schön. Ja. Haben wir immer wieder mal was Schönes hier. Aber jetzt mit den Autos. Die sollen weg. Das Geld wird wieder investiert in Ihre Sammelleidenschaft. Oder eventuell in die Wohnungsrenovierung. Da kommt das Geld auch ganz gut an. So machen wir zwei das. Lieber Sven. Hier haben wir Nummer 1, das ist ein Zinkus-Modell von der Firma Lesney. Eigentlich dann später Matchbox. Mhm. Matchbox, wie gesagt, war eine ganz witzige Idee. Die haben das in so Streichholzschachteln danach verkauft, daher dann auch der Name. Ist im sehr guten Zustand. 50er Jahre, weil da war letztendlich der Start von Matchbox um 1953. Mhm. Hier ist was sehr Schönes, ich glaube, da bist du. James Bond. Ich muss jetzt einmal diesen Aufsteller noch mit rausholen. Ja. Hier haben wir den Toyota 2000 GT von 1967 von der Firma Kiro, auch aus England. Die glauben immer alle, James Bond wäre nur Aston Martin gefahren oder mal kurz BMW. Genau, und nein, der ist Toyota gefahren. Und dieser Toyota Sportwagen war so ein bildhübsches Auto. Und wenn man den in echt hätte. Vor 15 Jahren hat so ein Ding gekostet 20.000, wollte keiner haben. Heute kosten die eine Viertelmillion bis eine halbe Million. Ja, also die echten. So. Siehst du, hier ist das auch ganz schön gefertigt, mit so klein wie so Strassstein eingefüllt. Was hat er im Kofferraum gehabt? Ja, einen Ölspritzer und Raketen. Ja, klar. Raketen, ja. Da ist er, der Raketenwerfer. Genau. 67. Mhm. Sehr schön, jetzt geht's weiter. Dinky Toys, auch ganz bekannte Marke, haben unter anderem Panzermodelle, Flugzeuge, also haben auch alle diese Zinkus-Modelle gemacht, auch ein Brite. Borgward Isabella Coupé. Borgward Isabella Coupé. Wunderschönes Auto. Wunderschönes Auto, ist auch sehr gut erhalten. Und jetzt kommt für mich das absolute Highlight. Ich habe noch gar nicht richtig rausgeholt, weil ich muss persönlich selber sagen, ich habe ihn selten in einem so guten Zustand gesehen. Mhm. Oder sie, die Hochzeitskutsche. Achtung. Die Hochzeitskutsche? Achtung, jetzt pass auf. Oh. Wir holen mal raus. Oh, mein Oldtimer-Herz schlägt gerade Karussell. Weißt du, was das Perfekte hieran ist? Der das sieht Perfekte, aus wie neu. Genau, er sieht aus wie neu. Die Windschutzscheibe ist da. Die Antenne ist nicht abgebrochen. Dieses Auto konnte man an zwei Stellen aufziehen. Pass auf, ich lasse ihn jetzt mal nicht fahren. Ja. Guck mal, was auf der Kiste steht. Wie nennt Radio. Sich das? Radio. Ja, was hat das Auto dann? Radio. Radio. Genau, jetzt nimm mal den weißen Hebel.
Darf ich? Ja. Torrens sagt dir auch was. Ja. So, die haben die Spieluhr für dieses Auto gebaut. Ja. Torrens, heute nur noch sehr bekannter Schallplattenspielerhersteller. Mhm. High-End. Super selten. Was noch schön ist, Made in US-Zone. Das macht die noch viel, viel seltener. Wirklich, ich habe ihn noch nie in diesem Zustand gesehen. Ja, ja, toll. Ne? Gut für mich. Dann sag mir doch einfach mal, was du für diese Sachen gerne hättest. Wenn ich zwischen 400 und 500 Euro dafür bekäme, wäre ich natürlich ganz begeistert von. Zwischen 400 und 500 Euro stellst du dir vor. 80 in dem Zustand. Mhm. Ne? Also dann machen wir jetzt mal 500, dann haben wir eine glatte Summe, ja, schon, okay, einmal. Mhm. GT 2000 Toyota mit Gimmicks, Originalverpackung, Originalaufsteller, 100. Somit bin ich bei 600. Mhm. Um es genau zu machen, bei 605. Also das ist ja dann, das ist ja optimal, ja, ne? Das ist der Wert all dieser Spielsachen. Du kennst das Spiel? Ja, die Händlerkarte. Genau, die Händlerkarte. Mhm. Und du musst natürlich ein klein wenig verhandeln, hart bleiben, weich werden, wann du möchtest. Bitte schön, die ist schon mal für dich. Dankeschön. Geben wir dir der Dame alle mit? Ich würde sie mir gerne noch ein bisschen angucken. Gut, dann machen wir das so. Okay. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja. Guck mal, hier geht's lang zum Händlerraum. Ja, okay. Danke dir. Danke, tschüss. Tschüss. Holen noch mal raus. Komm. Was denn? Was soll ich rausholen? Schade, dass die Dame nur mit drei da war, weißt du? Drei? Also ich finde, die zwei als Sammlung ist sehr schön vollständig, oh, weißt du? Wobei, die Lok ist ganz toll. Da werden die Händler bestimmt... Ich fand die Vase total geil gerade, ehrlich. War eine tolle Vase. Ich muss sagen, also dieses florale Dekor drauf und dann, ja, unten dieses... Das war schon, ja, schön. Schöne Vase. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war aufschlussreich und auch die Summe, die der Experte genannt hat, hat mich schon ein bisschen überrascht, denn ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Den Preis von 600 Euro, den ich gerade ausgerufen habe, der war schon sehr realistisch. Was nachher die Händler dafür bezahlen, das kann ich nicht sagen, oder für was die Verkäuferin es abgibt. Sollte sie aber darunter gehen, dann gibt sie es sehr günstig ab. Abgeben. Das hat auch Jörg Hofmeister im Sinn, denn die beeindruckende Rarität passt nicht zu ihm. Ich habe eine antike Kaminuhr um 1800, 1790 mitgebracht. Diese Uhr gefällt mir gar nichts und ich habe auch kein 60 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit Stuckarbeiten an den Wänden, wo sie irgendwo reinpassen würde. Wenn ich die irgendwo hinstelle, ist sie Blickfang und das möchte ich nicht. Auf in die Expertenhalle und direkt durch zu unserem Spezialisten. Jörg Hofmeister. Ja. Albert Meyer ist schon wieder begeistert, wie ich sehe. Ja. Weil er hat sich regelrecht verliebt und ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Kaminuhr. Wir hatten schon so viele Kaminuhren hier, wo du im ersten Moment denkst, boah, ey, wow, und was für ein Apparat. Und dann ging es wieder los, wo die Kollegen gesagt haben, ha, das ist aber gar kein Marmor, und ha, ist gar keine Bronze, ist ja doch Zinn, ja. Und dann war sie doch relativ neu. Wo stammt denn der Apparat her? Weil die ist wirklich sehr filigran. Der kommt sehr wahrscheinlich aus Paris. Um 1800, 1790, hat mir der Uhrmacher gesagt, das Produktionsdatum. Ach, wie schön. Silenzio. Ja. Also die war beim Uhrmacher jetzt? Ja, die habe ich general überholen lassen. Die Federn mussten ausgetauscht werden, der Faden, der war bröselig. Ja. Hier ist es schön, einmal aus Rheingold und einmal aus Feinsilber. Von daher denke ich mal auch gut zu verkaufen. Ob die Händler das Opernservice in höchsten Tönen loben werden, zeigt sich gleich im Verkaufsraum. Hannelore ist bereit. Ich bin jetzt voller Erwartung, was mich hinter der Tür erwartet. Und ich freue mich auf die 5, weil ich auch weiß, da geht's immer recht lustig zu. Nicht immer. Schließlich sind die Händler auch auf ein Geschäft aus. Hallo. 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 Das ist ein sehr... intellektuelles Service. Hat das hier mitgebracht? Ja, wer will jetzt zuerst die Antwort? Mir. Und die Frage war? Die Frage, ich habe keine Frage gestellt. Ich habe gesagt, dass das schon ein sehr intellektuelles Arrangement ist mit den jeweiligen Theaterstücken bzw. Auszügen daraus. Was für, ja, das, weil die, das war jetzt nicht für dich bestimmt. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ganz nett gemacht. Ja, das sind Teile aus der Zauberflöte. Ja. Das ist richtig. Sieht ganz, ganz niedlich aus.
aber es hat nie so richtig zu mir reingepasst. Okay. Ja, dann fange ich an mit 70 Euro. Geh doch nicht da so hoch rein. Für jedes Teil 10 Euro. 70 fange ich an. Doch, es ist nett. Die Dame ist extra hingekommen, will das verkaufen. Ich fange mit 70 Euro an. Hört sich gut an, aber es entspricht noch nicht ganz so meiner Vorstellung. Kommt da noch ein besseres Gebot? Gnädige Frau, ich sage Ihnen eins. Sie sind so charmant, ich biete Ihnen 80 Euro. Ach, ich könnte mir vorstellen, das zu benutzen. Natürlich. Da macht man Zucker rein, dann ist es entweder eine Teebeutelablage oder man stellt die Gläser da drauf oder sowas. Und mich spricht es einfach an, weil es Theater. Ja, Theaterszenerien darstellend. Ja, wenn sie es anspricht, ja, dann gehen sie noch mal ein bisschen in sich. Wäre ja, so meine Bitte. Ich sage jetzt ein Huni. 100. Ja. Sehr gut. Die Jugend sagt 100. Das passt doch. Und Senior sagt? Ich habe schon. Danke für das nette Kompliment. Gerne. Aber ich habe schon 70 gesagt. Also. Ich bin der Senior. So 105. 105 haben wir jetzt. Legst du noch was drauf? Nein. Verkaufen Sie es dem Ludwig für 105 Euro. Ja, klar. Dann machen wir das einfach. Sehr gut. Ja, klar. Kommen Sie her zu mir. Sie sind so charmant. Ich gebe Ihnen die 105 Euro. Gell? Freue ich mich aber drüber. Danke. Und Ihnen wünsche ich natürlich auch Freude. 100, 105, gell? Ich danke ganz herzlich. Originalaufsteller. 100. Somit bin ich bei 600. Mhm. Um es genau zu machen, bei 605. Also das ist ja dann, das ist ja optimal, ja, ne? Das ist der Wert all dieser Spielsachen. Ja. Du kennst das Spiel? Ja, die Händlerkarte. Genau, die Händlerkarte. Mhm. Und du musst natürlich ein klein wenig verhandeln, hart bleiben, weich werden, wann du möchtest. Bitte schön, die ist schon mal für dich. Dankeschön. Geben wir dir der Dame alle mit? Ich würde es mir gerne noch ein bisschen angucken. Gut, dann machen wir das so. Okay. Es Dankeschön. War mir ein großes Vergnügen. Ja. Guck mal, hier geht's lang zum Händlerraum. Ja, okay. Danke dir. Danke, tschüss. Hol ihn noch mal raus, komm. Was denn? Was soll ich rausholen? Schade, die Dame nur mit 3 da war, weißt du? 3? Also ich finde, die 2 als Sammlung ist sehr schön vollständig, oh, weißt du? Wobei, die Lok ist ganz toll. Da werden die Händler bestimmt. Ich fand die Vase total geil gerade, ehrlich. War eine tolle Vase. Ich muss sagen, also dieses florale Dekor drauf und dann unten dieses. Das war schon schön. Schöne Vase. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war aufschlussreich. Und auch die Summe, die der Experte genannt hat, hat mich schon ein bisschen überrascht. Denn ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Den Preis von 600 Euro, den ich gerade ausgerufen habe, der war schon sehr realistisch. Was nachher die Händler dafür bezahlen, das kann ich nicht sagen. Oder für was die Verkäuferin es abgibt. Sollte sie aber darunter gehen, dann gibt sie es sehr günstig ab. Abgeben. Das hat auch Jörg Hofmeister im Sinn. Denn die beeindruckende Rarität passt nicht zu ihm. Ich habe eine antike Kaminuhr um 1800, 1790 mitgebracht. Diese Uhr gefällt mir gar nichts. Und ich habe auch kein 60 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit Stuckarbeiten an den Wänden, wo sie irgendwo reinpassen würde. Wenn ich die irgendwo hinstelle, ist sie Blickfang. Und das möchte ich nicht. Auf in die Expertenhalle und direkt durch zu unserem Spezialisten. Jörg Hofmeister. Ja. Albert Meyer ist schon wieder begeistert, wie ich sehe. Ja. Weil er hat sich regelrecht verliebt und ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Kaminuhr. Wir hatten schon so viele Kaminuhren hier, wo du im ersten Moment denkst, boah, ey, wow, und was für ein Apparat. Und dann ging es wieder los, wo die Kollegen gesagt haben, das ist aber gar kein Marmor, und ist gar keine Bronze, ist ja doch Zinn, ja. Und dann war sie doch relativ neu. Wo stammt denn der Apparat her? Weil die ist wirklich sehr filigran. Der kommt sehr wahrscheinlich aus Paris. Um 1800, 1790 hat mir der Uhrmacher gesagt, das Produktionsdatum. Ach, wie schön. Silenzio. Ja. Also die war beim Uhrmacher jetzt? Ja, die habe ich general überholen lassen. Die Federn mussten ausgetauscht werden. Der Faden, der war bröselig, ja, wo das Pendel aufgegangen ist. Das heißt, du hast dich nicht nur bei Bares für Rares angemeldet, um zu sagen, ich habe hier was Altes, was ich verkaufen möchte, sondern wenn du kommst, dann wolltest du was mitbringen, was wirklich perfekt im Zustand ist. Ja, ich bin Freimechaniker. Die Euro, damit wärst du auch natürlich glücklich und zufrieden, ne? Wäre ich zufrieden. Mhm. Meine liebe Hannelore, ja, somit hast du hier die Händlerkarte. Die hat nichts mit der Zauberflöte zu tun, aber man kann mal versuchen, damit zu spielen. Nehme ich gerne. Die nimmst du?
Dankeschön. Gehst zu den Händlern, das Ganze wird darüber sortiert, weil das musst du jetzt nicht tragen. Genau. Das sieht jetzt auch doof aus. Hannelöhrchen, den Rest machst du mit den Händlern. Dankeschön, dass du da warst. Da vorne geht's zum Händlergang. Dankeschön. Ich danke auch. Bitteschön. Da ich vorher noch keine Ahnung davon hatte, wie es einzuschätzen ist, bin ich natürlich überrascht und Erwartungen übererfüllt. Sonja Meuth ist mit ihrem Latein am Ende und hofft nun auf die Expertise. Denn zwei besondere Briefmarken machen ihr Kopfzerbrechen. Ich selbst habe im Internet versucht zu recherchieren und habe ganz, ganz wenig gefunden. Über die goldene fast gar nichts. Und die silberne, da hüllt man sich auch in Schweigen. Das Rätsel der beiden kleinen Objekte enthüllt unser Experte. Das ist das erste Mal, dass ich dich mit Lupe sehe, Sven. Hallöchen. Hallöchen. Wie heißen Sie denn, junge Frau? Ich bin die Sonja Meuth aus dem wunderschönen Westerwald. Das ist mal eine Ansage. Ja. Das ist schön. Weißt du, wenn man so mal sagt, kompletten Namen und dann noch, woher man kommt. Das ist fein, gell? Ja. Ja. Frau Meuth, was haben Sie mitgebracht? Hat der Sven auf einmal mit, das sieht man ja kaum von der Seite. Das sind Briefmarken, einmal aus Feingold und einmal aus Silber. Das sind aber keine echten Briefmarken. Ja, auf dem kann Brief, ja nicht sein. Brief ist eher schlecht. Oder? Die kratze der Postbote ab. Der Brief kommt nie im Leben an, aber da fehlt immer die Ecke. Ne? Der Brief schon, aber ohne Marken. Wo gibt es denn Gold- und Silberbriefmarken? Das habe ich noch nie gehört. Die hat meine Mutter damals meinem Cousin abgekauft, hat für die silberne Marke 15 D-Mark bezahlt und für die Goldmarke 30 D-Mark. Und du hast sie geerbt? Ich habe die geerbt. Nein, geerbt nicht. Meine Mutter lebt ja Gott sei Dank noch. Ja, Gott sei Dank. Ja. Sondern Mama hat sie dir geschenkt. Jawohl. Oder hat Mama gesagt, hier, Fräulein Meuth, jetzt guck mal, dass du die zu Geld machst. Wir wollen in Urlaub. Natürlich nicht. Sondern? Sie wir hauen das Geld dann auf den Kopf. So ist richtig. So ist das. So ne? ist richtig. Ja. So. So, jetzt guck mal. Kannst du was erkennen? Mal. Siehst du was? Ja. Was steht da? Stadtpost, guck mal, ich leg's mal hin. Stadtpost Basel. Stadtpost Basel. Danke. Bitte. Basler Taube. Mhm. Basler Dübli. Schwitzerdeutsch. Ja. 1. Juli, ich glaube 1845, die erste mehrfarbendruck gefertigte Briefmarke. Ach so, und dann hat die Post zu Ehren dieser Briefmarke genau, eine diese Jubiläumsausgabe ja. gemacht in Gold. Zum 100-Jährigen, meine ich, die ist aus 999er Feingold. Mhm. Das ist schon mal gut, hast du gewonnen? Ja, sind ungefähr 3,1. Das war schon weh. Mach du doch schon mal ein I dazwischen, da bin ich witzig. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Heide Rezepazabe? Wobei, man muss sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Sie ist mittlerweile so berühmt. Ja, im Fernsehen sehe ich sie ja dauernd. Sag mal, Herbert. Darf ich Herbert sagen? Ja, bitte. Das ist lieb von dir. Eine Damenuhr. Mhm. Auch hübsch. So, die gehört aber nicht dir, also die gehört vielleicht meine dir. Meine Frau. Ja. Und meine Frau ist sehr krank und die liegt jetzt schon seit 10 Jahren im Tresor. Die können nicht mehr raus. Und warum soll die im Tresor liegen? Da haben wir gesagt, da können wir doch verkaufen. Ja. Und wir haben im Januar am 28. ein Goldhochzeit. Ja. Und wenn ich den Erlös kriege, könnten wir dann die ganzen Leute einladen. Und das ist eine schöne Idee. Weil man kann es besser verleben. Ja. Als nachher sich Leute darüber streiten lassen. Hast du denn eine Preisvorstellung von der Uhr, was du gerne hättest? Ja, ich habe gedacht, günstigste für 1300 Euro. 1300 Euro, finde ich jetzt nicht teuer. Ich weiß ja nicht, was sie kostet. Hast du eine Geschichte zu der Uhr? Ja, ich habe die gekauft von einem Ehepaar, was sehr klamm war, weil die Geschäftin pleite. Mhm. Dann habe ich die für 5000 D-Mark gekauft, 92. Boah. Und dafür habe ich die Expertise. Ja. So. Ja. Ja, Heide, dann erzähl du mich mal was zu der Uhr. Vielleicht ist sie ja doch viel mehr wert, wie ich denke gerade. Es ist eine Weißgolduhr aus 750er Weißgold. Ja. Und ein Milanese-Armband. Ich sehe hier, wo wir schon dabei sind, ist eine kleine Reparatur hier an dieser Stelle. Ist offensichtlich verlängert worden. Ja, ist bei Milanese-Armbändern schwer. Da muss man tatsächlich ein Stück Goldplatte einsetzen. Anders geht's nicht. Mhm. Und sie hat eine Diamantlünette mit 8-Kant-Diamanten, mhm. also 8 Facetten oben und 8 unten, also keine Brillanten. Und sie trägt den Markennamen Öbra auf dem Zifferblatt. In den 50er bis 70er Jahren gab es sehr viele Uhrenfirmen, die Gehäuse, mhm. Armbänder und ja, das Werk dazu gekauft haben und dann unter eigenem Namen auf dem Zifferblatt diese Uhren verkauft haben. Mhm. Und diese Marke Öbra gehört der Firma Hema und Co.
Und das ist so eine Uhr. Hm. Ja. Wie teuer war so eine Uhr damals? Ja, ich meine, wenn ich höre, Weißgold. Schon, ne? Teuer. Ja, also wie teuer in Neuss lag die beim Uhrmacher für 6.900 D-Mark. Ja, im Geschäft. Im Geschäft. Das glaube ich. Ja. Ja, da bist du selber Geschäftsleute, 30-40%. Ja, aber verkaufen war die 6.900 D-Mark. Ja. Die Expertise sagt 6.500. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Gut, die Expertise ist von 92, ja. Sehe ich hier ja. Vorne. Aber eins muss uns natürlich klar sein, und ich glaube, das ist uns beiden schon klar, dass der Wert dieser Uhr natürlich ein anderer ist. Aber das gucken wir jetzt mal. Lieber Heide, was kriegt man denn dafür? Der Mann, der will Goldhochzeit feiern, und zwar verdammt schön. Wird das ein rauschendes Fest? Was sagt die Expertin? Also es ist schon schwierig, so ein Modell heute noch zu verkaufen. Mhm. Zumal auch solche Uhren häufig angeboten werden. Gefertigte Briefmarke. Ach so, und dann hat die Post zu Ehren dieser Briefmarke genau, eine diese Jubiläumsausgabe ja. gemacht in Gold. Zum 100-Jährigen, meine ich, die ist aus 999er Feingold. Mhm. Das ist schon mal gut, hast du gewogen? Das ist, ja, sind ungefähr 3,1 Gramm. Mhm. Ne? Kommen wir jetzt gleich zur Wertbestimmung. Jetzt gehen wir auf die nächste ja. Marke. Mhm. Das ist Franco Bollo Postale. Franco Bollo heißt im Italienischen einfach nur Stempel. Ja. Ne? Mhm. So, man sieht hier drauf die beiden Fahnen der Schweizer Garde. Ja. Vatikanstaat, Kirchenstaat. Oh, schön. Und diese Marke ist auch so ein Jubiläumsstück. Was? 1000, siehst du, 1000? Ja. Tausender Reingehalt Silber. 8 Gramm. 8 Gramm. 3,1 und 8 Gramm. Ja. Jetzt möchte ich von dir erstmal wissen. 30 D-Mark ist damals bezahlt worden. Mhm. Wie viel hättest du heute gern? Ich denke mal, unter 200 Euro möchte ich es eigentlich nicht abgeben. Eine klare Aussage. Wird Sven Deutschmannig diese Vorstellung bestätigen? So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also, bei der Basler Taube, bei dieser Marke hier, wie gesagt, sie ist aus Feingold gefertigt. Mhm. Wir haben circa 3 Gramm. Je nachdem, wie der Goldkurs gerade steht, würde ich hier einen Wert anschlagen von 100 Euro Materialwert, circa. Mhm. Ja. Wir können aber nicht einfach hier nur den normalen Edelmetallwert nehmen, weil sowas wird gesammelt. Das waren Sonderprägungen, Jubiläumsausgaben. Und ich denke mal, dass hierfür ein Wert so um die 150, 180 Euro zu realisieren wäre. Bei der Goldmarke. Aber wäre schon allein knapp 100 Euro Materialwert. Mhm. Silber ist natürlich, sage ich mal, zum Preis her nicht so ganz prickelnd. Gut. So, wenn wir jetzt hier diese 12 Gramm haben, 12, dann würde ich mal sagen, knappe 5 Euro Materialwert. Doch, so viel? Ja. Mhm. Und da würde ich 10 Euro für ausrufen, weil die gibt es ziemlich häufig. Echt? Ja. Mhm. Also dann wären wir so bei Maximum 190 Euro, das finde ich schon recht gut. Und eins kommt noch mit dazu, die sind normalerweise in so Blisterverpackungen gewesen. Ne? Die sind angefingert und mhm. das sieht man. Weil wir haben Schweiß an der Haut ja. ne? und dieses Schweiß, der setzt sich dann über Nieren. Man darf die eigentlich, oder viel, wenn die jetzt irgendwie so transportiert werden, dann wird die Prägung wird immer schlechter. Das ist ja. wie bei Münzen. Mhm. Ne? Und die waren in so Blisterverpackungen, dann wäre es noch viel, viel schöner. Das Silber, wenn wir es jetzt anpacken würden und würde es einfach so ja. hinlegen, dann läuft das genauso an wie unser Daumenabdruck. Mhm. Ne? So, bevor du die noch häufiger anfingerst, würde ja. ich sagen, pack sie wieder ein. Das ist zum Anfingern gedacht. Danke. Die Händlerkarte. Jawohl. Ich denke mal, 200 Wunsch und hier die 190 Wert sind nicht ganz so weit auseinander. Mhm. Aber du weißt natürlich, unsere Händler sind zwar in der Welt, aber die wollen verdienen. Das ist eine Marke. Ich danke dir. Danke auch. Ein Träumchen. Da vorne geht es zum Händler. Jawohl, danke. Tschüss. Tschüss. Ich hatte ehrlich gesagt etwas mehr erwartet, aber ich habe mein Händlerkärtchen bekommen. Ich freue mich fürchterlich und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Die beiden Objekte, die wir jetzt gerade gesehen haben, dafür gibt es kein ausgesprochenes Sammlergebiet. Das sind eher so kleine Nischenprodukte, die als Was steht da? Stadtpost Basel. Stadtpost Basel. Danke, bitte. Basler Taube. Mhm. Basler Dübli. Taube. Schweizerdeutsch. Ja. 1. Juli, ich glaube 1845, die erste Mehrfarbendruck gefertigte Briefmarke. Ach so, und dann hat die Post zu Ehren dieser Briefmarke genau, eine diese Jubiläumsausgabe ja. gemacht in Gold. Zum 100-Jährigen, meine ich, die ist aus 999er Feingold. Mhm. Das ist schon mal gut, hast du gewogen? Das ist, ja, sind ungefähr 3,1 Gramm. Mhm. Ne? Kommen wir jetzt gleich zur Wertbestimmung. Jetzt gehen wir auf die nächste ja. Marke. Mhm. Das ist Franco Bollo Postale. Franco Bollo heißt im Italienischen einfach nur Stempel. Ja. Ne? Mhm. So, man sieht hier drauf die beiden Fahnen der Schweizer Garde. Ja. Vatikanstaat, Kirchenstaat. Oh, schön. Und diese Marke ist auch so ein Jubiläumsstück. Was? 1000, siehst du, 1000? Ja. Tausender Reingehalt Silber. 8 Gramm. 8 Gramm.
3,1 und 8 Gramm. Jetzt ja. möchte ich von dir erstmal wissen, 30 D-Mark ist damals bezahlt worden. Mhm. Wie viel hättest du heute gern? Ich denke mal, unter 200 Euro möchte ich es eigentlich nicht abgeben. Eine klare Aussage. Wird Sven Deutschmannig diese Vorstellung bestätigen? So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also, bei der Basler Taube, bei dieser Marke hier, wie gesagt, sie ist aus Feingold gefertigt. Mhm. Wir haben circa 3 Gramm. Je nachdem, wie der Goldkurs gerade steht, würde ich hier einen Wert anschlagen von 100 Euro Materialwert, circa. Mhm. Ja. Wir können aber nicht einfach hier nur den normalen Edelmetallwert nehmen, weil sowas wird gesammelt. Das waren Sonderprägungen, Jubiläumsausgaben. Und ich denke mal, dass hierfür ein Wert so um die 150, 180 Euro zu realisieren wäre. Bei der Goldmarke. Aber wäre schon allein knapp 100 Euro Materialwert. Mhm. Silber ist natürlich, sage ich mal, vom Preis her nicht so ganz prickelnd. Gut. So, wenn wir jetzt hier diese 12 Gramm haben, 12, dann würde ich mal sagen, knappe 5 Euro Materialwert. Doch, so viel? Ja. Mhm. Und da würde ich 10 Euro für ausrufen, weil die gibt es ziemlich häufig. Echt? Ja. Mhm. Also dann wären wir so bei Maximum 190 Euro, das finde ich schon recht gut. Und eins kommt noch mit dazu, die sind normalerweise in so Blisterverpackung gewesen. Ne? Die sind angefingert und mhm. das sieht man. Weil wir haben Schweiß an der Haut ja. ne? und dieses Schweiß, der setzt sich dann über Nieren. Man darf die eigentlich, oder viel, wenn die jetzt irgendwie so transportiert werden, dann wird die Prägung wird immer schlechter. Das ist ja. wie bei Münzen. Mhm. Ne? Und die waren in so Blisterverpackung, dann wäre es noch viel, viel schöner. Das Silber, wenn wir es jetzt anpacken würden und würde es einfach so ja. hinlegen, dann läuft das genauso an wie unser Daumenabdruck. Mhm. So, bevor du die noch häufiger anfingerst, würde ja. ich sagen, pack sie wieder ein. Das ist zum Anfingern gedacht. Danke. Die Händlerkarte. Jawohl. Ich denke mal, 200 Wunsch und hier die 190 Wert sind nicht ganz so weit auseinander. Mhm. Aber du weißt natürlich, unsere Händler sind zwar in der Welt, aber die wollen verdienen. Das ist verdienen. Eine Marke. Ja, die Form ist außergewöhnlich, die Form ist auch selten und ist auch sicherlich ein Unikat, was sicherlich nicht sehr oft gemacht wurde für das Schloss ja. Herrenborgen. Ja, 1500 vielleicht, ja. Also ist allein durch das Hinfallen des Deckels ganz viel Geld fliegen gegangen. Leider ja. Jetzt habe ich natürlich, liebe Ramona, an dich eine Herzensfrage. 4.500 hattest du dir vorgestellt. Jetzt ist der Wert 600 bis 800. Die Händler werden garantiert auf diesem kaputten Deckel rumreiten wie die Irren. Ja. Die werden Rodeo reiten. Ja. Die werden nur noch über den Deckel reden. Die werden die Vase gar nicht mehr sehen. Das glaube ich. Und die werden dir wahrscheinlich noch weniger bieten. Würdest du denn sagen, 600 bis 800, du setzt irgendwo dein Level neu ein? Nur wenn der gewünschte Preis mit der Expertenschätzung irgendwie übereinkommt, gibt es die begehrte Händlerkarte. Übersteigt Alberts Expertise Ramonas Schmerzgrenze? Ich glaube, ich nehme die wieder mit. Du nimmst sie wieder mit? Ich nehme sie wieder mit. Ramona, darf ich sie dir so in Händen reichen? Ja, natürlich. So, wenn der Deckel fällt, der war schon mal kaputt. Ramona, komm Danke gut nach Hause. Schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ist leider nicht das dabei rumgekommen, was ich mir vorgestellt hatte. Und deshalb nehme ich sie lieber wieder mit nach Hause und stelle sie in meine Vitrine und schaue sie mir weiter an. Also verschenken tue ich auch nichts. Die Herren und die Damen verschenken auch nichts. Warum soll ich was verschenken? Das muss hier auch niemand. Mal schauen, ob die Luxusuhr bei den Händlern Anklang findet. Grüß Sie, Gott. Hallo. Hallo. Guten Tag. Dankeschön. Bitte sehr. Mhm. Ist diese Uhr persönlich? Nein, von meiner Frau. Die habe ich meiner Frau geschenkt. Aha. Und das liegt jetzt schon 10 Jahre im Tresor, wenn wir nirgendwo mehr hingehen. Und da haben wir gesagt, jetzt können wir das verkaufen. Wir haben Goldhochzeit und dann könnte ich das Geld dafür nehmen, für die Einladung. Ja, ja. 58. 58. Ja. 36 Diamanten, 8 Kant sind drauf. Wie viel wird das Werk wiegen? Mei, 8-9 Gramm. Wieder so eine Uhr darfst du nicht noch einen Goldpreis geben. Ja, da man das Werk abziehen. Nein. Das ist eine ganz kleine Manufaktur gewesen. Die Steine sind noch okay. Mittelqualität. Das Design hat man heute gar nicht mehr. Das tragt heute kein Mensch mehr. Nee, nein. Eben. Ja, ich fange mal mit 500 Euro an. Nee, das ist mir zu wenig. Das weiß ich, aber da kommt ja noch mehr. Ja, ich weiß. Was sagt der Fabian? 900. 900. Schon besser? Ja. Hört sich gut an. Was sagt der Walter? Bitte gib mir mal dieses. Den stärksten Gegner schon mal nicht mehr. Nicht? Ich bin raus.
Dann lege ich ihn an 5 Wege drauf und sagt 1250. Sehr gut. Wunderbar. Das habe ich schon drin. Und Sie sagen 1300? Ist auch gar nichts. Ich höre mir das so. Ne? Und so mache ich dann noch gar nichts. Na ja, 1300. Sag ich. So, wunderbar, dann haben Sie sie. Komm her. Das ist jetzt gar nicht, nichts Besonderes. Das habe ich mir ja vorgestellt. Ja, super. 5, 10, 12, 13 und Dankeschön. Schöne Feier. Ja, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Also ich war überrascht, dass ich dieses Geld, was ich mir vorgestellt habe, bekommen habe. Und jetzt kann ich damit Goldhochzeit feiern und die Einladungen verschicken. Christiane Schneider lässt heute Männerherzen höher schlagen. Die Luxemburgerin hat gleich eine ganze Flotte Spielzeugautos mitgebracht. Das Besondere ist vielleicht, dass einer dabei ist, wo relativ alt ist und wo aber noch in einem guten Zustand ist. Das heißt, teilweise ungespielt. Die anderen sind vielleicht bespielt, aber trotzdem noch mit Kästchen dabei. Obwohl die Kästchen sind nicht mehr alle so top. Zustand, Wert und Herkunft der kleinen Flitzer kommen auf den Prüfstand zu unserem Experten. Liebe Frau Schneider, der Sven ist schon ganz begeistert, weil der Herr Deutschmanek ist tatsächlich auch spielzeugaffin und das hat er von mir geerbt, glaube ich, weil ich bin ja der Ältere von uns beiden. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrzeuge Ihre große Leidenschaft waren. Ne? Nein, absolut nicht. Sondern? Sie gehörten meinem verstorbenen Mann. Und der hat gesammelt wie verrückt der wahrscheinlich. Der hat ungefähr so 15 Jahre lang gesammelt und ziemlich quer durch Europa sind wir gefahren. Nicht nur um zu sammeln, sondern auch manchmal beim Urlaub kamen welche dazu. Aber ja, es sind sehr viele geworden. So, Frau Schneider, aber jetzt haben Sie gesagt, jetzt müssen die Dinger weg. Ja. Weil Sie haben bestimmt auch eine Sammelleidenschaft, oder? Wenn man mit einem Sammler zusammengelebt hat. Ich sammle andere Sachen, ja. Ich sammle zwar auch alte Spielsachen, alte Porzellankopfpuppen sammle ich. Ah, schön. Ja. Haben wir immer wieder mal was Schönes hier. Aber jetzt mit den Autos. Die sollen weg. Das Geld wird wieder investiert in Ihre Sammelleidenschaft. Oder eventuell in die Wohnungsrenovierung. Da kommt das Geld auch ganz gut an. So machen wir zwei das. Lieber Sven. Hier haben wir Nummer 1. Das ist ein Zinkus-Modell von der Firma Lesney. Eigentlich dann später Matchbox. Mhm. Matchbox, wie gesagt, war eine ganz witzige Idee. Die haben das in so Streichholzschachteln danach verkauft. Daher dann auch der Name. Ist im sehr guten Zustand. 50er Jahre. Weil da war letztendlich der Start von Matchbox um 9.